Anke, ja. Schön, dich hier in Hamburg zu haben. Ich freue mich wahnsinnig. Ich mich auch, vor allem so spontan. Toll. Das neue Jahr 2021 fängt damit gut an, muss ich sagen. Weil ich hatte damit gar nicht so spontan gerechnet. Und du hast dich auf den Weg gemacht und hattest Ärger mit deiner Technik im Auto. Ach ja, das war ganz witzig. Es fiel permanent die ganze Elektronik aus, inklusive Tacho. Und Navi fiel aus und bootete sich dann immer wieder selbst, Gott sei Dank. Aber es war ganz eigenartig. Passiert das häufiger? Also hast du Glück mit Technik oder Pech? Das hat, glaube ich, mit der eigenen Schwingung was zu tun. Ich weiß es nicht. Also manchmal gehen elektrische Türen nicht auf. Manchmal funktionieren Funkmikrofone nicht. Also die Technik scheint auf mich zu reagieren. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, ich möchte Spock begrüßen. Hallo Spock. Hallo. Schön, Jens, dass du da bist. Im neuen Jahr, unsere erste After Dark Sendung jetzt. Ja. Darf ich dir die Frage stellen, ob du gut reingekommen bist? Das ist ja so eine Höflichkeitsfrage. Ich weiß gar nicht, ob man das an Ende Januar noch fragen darf, ins neue Jahr. Ende Januar, ja, es ist, also, das beleidigt mich auch ein bisschen. Das hättest du mich schon mal früher fragen können. Also gut reingekommen, wo rein jetzt? Ich hab gerade gehört, das fand ich so schön, dass man wünscht sich gar nicht mehr ein frohes neues Jahr, sondern nur noch ein neues Jahr. Also ab 2021 lässt man das frohe weg. Okay. Sind wir schon so weit, ja? Ja, das weiß ich nicht, das frage ich dich, Anke. Ich möchte erstmal, Anke Ewerts ist da. Anke Ewerts hat dieses wunderbare Buch geschrieben, 9 Tage Unendlichkeit. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das mich seit Kindesbeinen an fasziniert. Es geht um Leben und Tod. Und vor allem, was ist der Tod? Was bedeutet es, tot zu sein? Und du hast ja, wenn man das mal so sagen darf, durch den Tod eigentlich erfahren, wie toll das Leben ist. Ja. Du hast eine Nahtoderfahrung gehabt, die du in diesem berührenden Buch schilderst. Mhm. Und ich habe dich kennengelernt über ein Interview bei Rüdiger Lenz. Mhm. Und war total fasziniert, weil ich gedacht habe, das, was die Frau da erzählt, das habe ich schon selbst ganz oft so empfunden. Aber das kann nicht die Wahrheit sein. Zumal ich keine solche Erfahrung bisher gemacht habe. Aber ich habe irgendwie immer gefühlt, es geht weiter. Ich habe mir immer die Fragen gestellt, auch als Kind schon so, was ist das überhaupt Leben? Also wieso kann ich jetzt auch in diesem Augenblick so, wenn ich das will, meine Hände bewegen oder so machen oder den Kopf zu Spock drehen oder dich anlächeln? Was passiert da? Ja. 11 Jahre ist es her. Ich habe mich immer gefragt, was ist der Sinn von diesem Leben? Also das war bei mir schon als kleines Kind, diese Warum-Fragen, ja, die Kinder so gerne stellen. Und ich habe nie verstanden, warum manche Menschen total glücklich sind und andere, die sehen alles nur schwarz. Warum Menschen streiten, obwohl sie sagen, sie haben sich lieb. Und dieses Warum hat mich immer schon begleitet. Und ja, also eigentlich bin ich so ein Sinnsucher. Nach dem Sinn des Lebens. Und den habe ich über den Tod gefunden. Du hattest diese Nahtoderfahrung vor 11 Jahren. Mhm. Und du hattest vorher eigentlich ein Leben, von dem man sagen könnte, so würde ich jetzt mal sagen, wünscht sich der Mensch das Leben. Du warst erfolgreich, Unternehmerin, du hattest viel Geld. Ich hatte ein Leben, das sich viele Menschen wünschen und von dem ich sage, ich wünsche es keinem. Spannend, gell? Was war das für ein Leben? Ja, ich hatte das, was man gerne haben will, also Pferd, dicke Autos, großes Haus, viel Geld. Alles, was sich so viele Menschen oder wo so viele Menschen drauf hinarbeiten, das war alles da. Mann, 2 Kinder, alle gesund. Aber
mich selbst gab es nicht. Also ich selbst fühlte mich alles andere als erfüllt, sondern eher ausgelaugt. Ich wurde dadurch zu einem Workaholic, der ganze Aufmerksamkeit war nur aufs Materielle gerichtet. Die Freude am Leben war weg. Oder die gab es eigentlich gar nicht, auf jeden Fall nicht in mir. Und mein Leben hatte keinen Sinn. Und dieses Arbeiten oder das Bankkonto noch größer zu machen, das ist für mich kein Sinn. Und ich wurde immer leerer, immer trauriger. Und bis es dann so Situationen gab, wo ich mir ganz klar gesagt habe, die Welt ist ohne mich besser dran. Wo es mich also immer mehr in so ein ganz tiefes, schwarzes Loch runterzog. Und depressive Menschen kennen das gut. War das eine Todessehnsucht? Ja. Also ich wollte immer raus. Ich wollte raus aus diesem Leben. Obwohl du alles hattest? Materiell alles hattest? Ich hatte all das, was man nicht braucht. Und das, was man braucht, hatte ich nicht. Und da kommen wir heute vielleicht führt uns nämlich genau das Gespräch dazu, dahin. Ja, deswegen hast du ja auch unter anderem zugesagt, weil du gesagt hast, gerade jetzt in dieser Krise gibt es so unglaublich viele Menschen, die so verzweifelt sind, aber du kannst mit deiner Geschichte auch dazu beitragen und helfen, aus dieser Verzweiflung rauszukommen. Ja, vielleicht kann ich den Sinn näher bringen, weil ich ihn einfach für mich selbst erkannt habe oder durchlebt habe. Und ich habe das schon oft erzählt, aber was so bei mir ganz, ganz stark war in der damaligen Zeit, ist, dass ich keinen Grund für mich hatte zu leben. Ich habe keinen gefühlt, ich habe mich auf nichts gefreut. Ich habe auch mich nicht mehr gefühlt. Also mir fällt ganz oft, wenn ich so zurückblicke, fällt mir halt auf, dass ich maskiert war. Dass ich ganz viele Masken getragen habe und immer so ein falsches Lächeln im Gesicht hatte. Und wenn man mich gefragt hat, wie es mir geht, dann war immer, ja, hervorragend, danke, wie geht's dir denn? Aber das war alles unecht. Und dann wurde halt diese Todessehnsucht stärker und eine Verzweiflung. Und durch diese Sinnsuche, die ich schon immer in mir hatte, habe ich gedacht, der Sinn besteht nicht im Leben, sondern im Tod. Und dann habe ich, mir ganz oft den Tod gewünscht, stand auch manchmal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt fahre ich mit dem Auto gegen einen Baum oder ich stand an einem Abhang und jetzt lasse ich die Handbremse los. Ist sowieso egal. Also es gab nichts, wofür sich zu leben lohnte. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kanntest du auch noch nicht so dieses, ich sag's jetzt mal, ich fasse jetzt mal zusammen, als das Spirituelle oder dass es da etwas möglicherweise, die Welt hinter der Welt, dass es da etwas gibt, das dir helfen könnte oder das dir möglicherweise eine andere Sicht auf die Dinge geben könnte. Ich wusste, dass alles einen Sinn hat, es wurde mir von klein auf beigebracht und dass es da etwas Höheres gibt und ich wusste auch, dass es nach dem Tod weitergeht, deswegen wollte ich da ja hin. Aber ich hatte einfach mich selbst verloren. Ich hatte keinen Bezug zu mir selbst. Null. Ich hatte einen Namen und ich war eine Frau und ich hatte einen Körper und ich hatte ein Auto und ich hatte schöne Kleidung, aber da war kein Gefühl für mich. Hast du eine Rolle gespielt? Ja. Zu 100%. Also ich war nur in Rollen gefangen. Die Mutter, die Ehefrau, die Geschäftsfrau. Aber da war nichts Lebendiges, nichts Echtes. Bevor wir gleich auf diesen Tag kommen, der dein Leben verändert hat, was hattest du für eine Kindheit? Du bist in Frankfurt geboren? Ich hatte eigentlich eine ganz tolle Kindheit. Bis ich 6 Jahre alt war, wurde ich geliebt und gefördert und mir wurde beigebracht, dass alles möglich ist. Und
eigentlich bin ich so groß geworden, dass wir Zauberwesen sind. Und dann mit 6 wurde ich eingeschult. Mein Bruder wurde geboren und wir sind umgezogen. Also 3 recht dramatische oder einschneidende Erlebnisse für ein Kind. Und da wurde ich kompliziert. Mein Papa sagte dann ganz oft, ab meinem 6. Lebensjahr wurde ich kompliziert, weil ich da funktionieren sollte. Also ich musste dann in ein System passen oder mich passend machen für ein System, in dem wir alle leben. Und da habe ich mich mit Händen und Füßen gesträubt. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Leben entdecken. Ich wollte ja mich entdecken. Ich wollte frei sein. Ich bin so ein Freigeist. Und das war für mich ganz einschneidend, plötzlich still zu sitzen, den Mund zu halten, mir Dinge merken zu müssen, die mich nicht interessiert haben. Also Schule war für mich Katastrophe. Und dann wurde ich anscheinend angeblich schwierig. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Hat deine Mutter das auch so gesehen? Zu wem hattest du die stärkere Bindung? Meine Mutter war der schwächere Part in der Familie und die stärkere Bindung hatte ich zu meinem Vater. Der ist Arzt? Der ist Arzt. Und Homöopath? Arzt für Naturheilkunde, der mir also auch beigebracht hat, dass alles zusammengehört, Körper, Geist und Seele. Also ich habe diesen Blick über den Tellerrand immer schon mitbekommen. Ich wuchs mit, also Astrologie war großes Thema in der Familie, Akupunktur, I Ching, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, was ist das? Das ist so ein, eigentlich du machst mit Würfeln, machst du das unter, also machst du Bereiche deines Unterbewusstseins sichtbar, ein chinesisches Orakel. Aber es wurde immer schon klar, in unserer Familie, dass alles einen Grund hat. Ich weiß noch so seine Sprüche, wenn dir ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, dann ist das nie ein Zufall. Also es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Damit bist du groß geworden. Ja. Und für ihn war halt wichtig, dass ich dann in diese Welt passe. Er hat sich große Sorgen gemacht, dass ich nicht systemkompatibel bin. Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Eigentlich auf der einen Seite, es gibt keine Zufälle und auf der anderen Seite ein genauer Plan fürs Kind. Also ich frage nur, weil ich kenne das so gut auch aus meiner Familie, dieser Plan von den Eltern für das eigene Kind, der ja grundsätzlich erstmal gut gemeint ist. Also man unterstellt ja überhaupt gar nicht, dass die Eltern einem da was Blödes wollten. Das ist halt einfach so deren Erwartungen, auch in Verbindung mit der eigenen Angst, Sicherheit, fürs Kind nur das Beste, ohne dabei zu sehen, was denn wirklich das Kind glücklich macht. Wir wünschen uns das alle. Mir ging es mit meinen Kindern ganz genauso. Ja, als ich dann gemerkt habe, meine Kinder sind in der Schule mehr schlecht als recht, hatte ich die gleichen Ängste wie damals meine Eltern auch. Und das ist so ein, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Weil auf der einen Seite wünschen wir uns einen Freigeist, wir wünschen uns Kinder, die die Welt als ein Wunder betrachten und auch so in dieser Welt leben. Auf der anderen Seite ist unsere Welt in feste Strukturen eingeteilt oder wir leben in festen Strukturen. Und wir glauben, es geht nur innerhalb dieser Strukturen. Und das hat mir mein Vater halt stark beigebracht oder er hat sich's gewünscht. Und ich war halt ein Riesenrebell. Ich habe diese Strukturen immer gesprengt oder versucht zu sprengen. Ja, ich kenne diesen alten Satz, wir haben es doch nur gut mit dir gemeint. Und ich habe mich, also ich habe mich da mal lange, habe mich da lange gefragt, ob das möglicherweise doch auch eine große Lüge ist, weil es die Eltern erstmal gut mit sich selbst meinen, um die eigenen Ansprüche erfüllt zu bekommen. Ja. Das meine ich gar nicht bezogen auf deine Eltern, sondern grundsätzlich generell, auf Eltern. Also das ist etwas, wir haben irgendwann mal vor, ich weiß nicht, 10 Jahren mit Freunden an einem Silvesterabend zusammengesessen, als man das noch durfte. Und haben uns diese Geschichten erzählt von damals und festgestellt, das ist eigentlich bei allen sehr identisch gewesen. Dieses
wir haben ein Konzept für dich. Wir wissen, was das Richtige für dich ist. Du brauchst Struktur, du brauchst, ich sag's jetzt mal, eine harte Hand, du brauchst eine Anleitung. Und das Leben ist ein Konzept. Wir leben in einem Konzept. Wir alle leben in dieser Struktur. Und wir alle glauben, wenn du dich da nicht anpasst, dann überlebst du in dieser Struktur nicht. Also ich weiß noch, dass mein Vater mir immer sagte, Kind, du musst was vorzuweisen haben. Wenn du also jetzt, wenn du dich in der Schule nicht anstrengst, wenn du nicht Abitur machst, wenn du dieses und jenes nicht machst, dann hast du nichts vorzuweisen und dann bist du in dieser Gesellschaft nichts. Das ist seine Sicht der Dinge gewesen. Und ich wusste aber immer schon, dass es auch anders geht. Es gibt diese Aussteiger, ja, oder es gibt Leute. Ich habe ganz früh hatte ich einen Freund aus der Klasse, dessen Vater hat nie Schuhe getragen, zum Beispiel. Das war so ein komischer Kauz. Der war einfach anders als andere und der hat mich schon immer fasziniert. Und ich wusste also, dass es auch andere Lebensmodelle gibt als dieses sich in diesen Strukturen anzupassen in der Gesellschaft. Aber wo, an welchem Punkt kann man das so festmachen, hast du diese Lebenslust verloren? Also das ist ja wahrscheinlich nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern dann gibt es die Kindheit, dann gibt es die Jugend, dann ist man eine junge Frau, dann heiratet man, dann bekommt man Kinder. Also ist das so ein ganz schleichender Prozess gewesen? Ich glaube, ich hatte Lebenslust, solange ich noch rebelliert habe. Also in der Schule war ich nicht besonders gut und bin auch ein paar Mal sitzen geblieben und war auch so eine Verweissammlerin und war da irgendwie ganz stolz drauf, zu rebellieren. Ich war immer eine Schülerin, die angeeckt ist oder anecken wollte. Und dann wurde ich... Dann der Druck wurde immer mehr erhöht und ich wurde dann mit 17 schwanger. Ich glaube, auch das war eine Rebellion, unbewusst, um aus diesem System auszubrechen. Und da habe ich dann in dem Moment, wo ich Mutter wurde, habe ich kapituliert. Oder da hat dieser Rebell in mir kapituliert. Weil dann ging es plötzlich nicht mehr nur um mich. Sondern hatte ich plötzlich ein Baby, war selbst noch komplett unreif und total überfordert mit dieser Situation. Und da fing ich an zu funktionieren. Also da hat sich in meinem Leben rapide was verändert. In mir. Das heißt, du hast das Rebellieren dann aufgegeben und damit auch dich aufgegeben? Ja. Also da bin ich dann, vorher habe ich mich immer dagegen gesträubt, in ein Rollenbild zu passen oder in irgendeine vorgegebene, vorgefertigte Form. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann Mutter war, war das schlagartig anders. Spannend, fällt mir jetzt erst auf, wo ich es dir erzähle. Ja. Was? Na, ich frage mich gerade, Ich kann das gut nachempfinden auf andere Art und Weise, aber ähnlich in Bezug auf meine Jugend und auf meine. Also ich war eben nicht der Rebell, hatte aber, glaube ich, immer einen Rebell in mir. Also ich war angepasst und habe auch versucht zu funktionieren, auch schon als Kind versucht zu funktionieren, habe unglaublich viel unterdrückt. Und diese Rebellion lebe ich eigentlich jetzt heute erst aus, seitdem ich Ende 40, Anfang 50 bin. Ja. Und ist das aber vielleicht genau das, wo es einen durch das Leben hinführt und durch das, was einem widerfährt, wie das, über das wir jetzt gleich sprechen werden, vor 11 Jahren, dass man diese Fähigkeit zurückgewinnt, weil sie eigentlich überlebensnotwendig ist, weil Rebellion auch ja, Evolution quasi bedeutet, also nicht nur für das eigene Leben, sondern grundsätzlich? Rebellion ist für mich eine Form herauszufinden, wer bin ich und wer will ich sein und was macht mich aus und was sind meine Stärken. Und dann auch dafür einzustehen, diese Stärken leben zu dürfen.
Das war bei mir in der Schule so deutlich, weil das durfte ich nicht. Und als ich dann kapituliert habe und ich dann angepasst wurde, da fing ich an, so ein Schaf zu werden und in der Herde mitzulaufen und alles zu tun, damit man gemocht wird und damit das Kind gemocht wird und damit man eben eine gute Mutter ist. Und dadurch habe ich mich verloren. Ich habe versucht, so zu sein, wie die Gesellschaft mich haben möchte. Und das war bis dahin nie der Fall. Mir war vorher immer egal, ob die Lehrer mich mochten oder was andere über mich dachten. Dem Rebell in mir war das egal. Spock, warst du ein angepasstes Kind? Eher nicht so. Hätte ich jetzt auch getippt, aber gut. Nee, man muss ja, aber so. Haben wir noch nie drüber gesprochen, deswegen kam mir gerade die Frage. Doch, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, haben wir, ehrlich? Ja. Okay, dann habe ich das verdrängt. Ja, ja. Nee, ja, doch. Ja, der, also das Rebellische, um jetzt mal also ins Jahr 2020 zu blenden, was du ja heute lebst. Ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, heute Morgen, als wir uns getroffen haben zum Frühstück, dass du 2020 in München eine Situation hattest, wo die Polizei dich kontrollieren wollte auf einer Demonstration. Mhm. Vielleicht erzählst du das mal selbst. Es fällt mir nur einfach gerade als Bild ein. Also zuerst mal, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, dass ich mal auf eine Demo gehe, ja. Hätte ich denjenigen für irre erklärt, weil ich politisch null interessiert war. Ich fand das alles okay, was die da gemacht haben. Und er hätte mir nie gedacht, dass ich eines Tages in eine Situation komme, dass ich von zu Hause aufstehe, mich anziehe und alleine nach München fahre, weil ich es nicht aushalte, nichts zu tun. Und ich hatte immer eine große Angst vor Obrigkeiten, vor Polizei, vor Autoritäten, bis vor kurzem noch. Und Also begründet mit einem Erlebnis in diesem Leben? Ja, aus meiner Kindheit. Aus der Kindheit. Ja, glaube ich. Und ich hatte dann eine Situation in München, dass ich kontrolliert wurde. Ich glaube, die hatten mich einfach rausgepickt. Das war eine Corona-Demo? War eine Corona-Demo. Mhm. Und die wollten meinen Attest kontrollieren oder sie fragten mich, warum ich keine Maske trage. Und dann habe ich gesagt, ich habe das Attest, aber ich wollte es nicht vorzeigen, weil ich gehört habe, dass die Ärzte Ärger kriegen. Und habe... Was ja allein schon unglaublich ist, also um das mal, dass man sozusagen jetzt als Patient den Arzt schützen muss. Ich muss meinen Arzt schützen, ja. Der einem das ja nicht aus irgendeinem Grund ausgestellt hat. Obwohl ich sogar meinen Unfallbericht, ich bin schon so weit, ich habe in meinem Geldbeutel nicht nur das Attest, sondern auch den Unfallbericht vom Koma und von der Brandverletzung. Weil ich das Gefühl habe, es kann sein, dass ich Rechenschaft ablegen muss, dass ich ein ärztliches Attest habe. Es ist verrückt. Ja, auf jeden Fall kam ich in die Situation, dass ich zu Boden gedrückt wurde. Weil du nicht bereit warst? Weil ich nicht bereit war, das Attest vorzuzeigen. Ich habe gesagt, ich gebe Ihnen meine Papiere und Sie dürfen es mir gerne schriftlich zukommen lassen. Ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Ich war alleine. Es war ganz eigenartig. Und es waren mehrere junge Polizisten. Die gegen eine Frau... Die um mich herum standen und eigentlich Druck ausgeübt haben. Ich kannte sowas nur aus Filmen. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe mich nicht gewehrt. Gar nichts. Und wie es genau dazu kam, weiß ich gar nicht mehr. Ich lag plötzlich auf dem Boden. Und ich hatte ein Knie auf dem Kopf. Und es war surreal. Und ich war am 18. in Berlin, als das Gesetz unterschrieben wurde. Und da stand ich vor Wasserwerfern. Und es war genauso surreal. Weil es irgendwie... ich fühle mich noch heute wie im Film, obwohl es jetzt fast ein Jahr lang
für uns Realität geworden ist, dieser Umgang miteinander. Du hast eben erzählt, dass du groß geworden bist mit diesem Weltbild, dass alles irgendwo, was passiert, eine Bedeutung hat. Konntest du dem auch eine Bedeutung beimessen, dieser Situation in München? Ja, das war exakt eine Situation, die ich aus meiner Jugend kenne. Also ich hatte in meiner Jugend als junges Mädchen, bin ich abends mal von der Diskothek nach Hause und musste durch einen großen Park und wurde da von mehreren Jugendlichen oder jungen Männern, die pfiffen mir so hinterher und machten sich einen Spaß draus, die junge Frau ein bisschen zu erschrecken. Und ich lief dann davon und sie liefen mir hinterher und ich wurde in eine Ecke gedrängt und fühlte mich absolut ohnmächtig. Und es war so eine Situation, es hätte nicht viel gefehlt und dann wäre es zu einer Vergewaltigung gekommen. Und genau so fühlte ich mich in München auch. Also es waren wieder Männer um mich rum, ich wieder ohnmächtig, wehrlos. Und ich bin heute der Situation sehr dankbar. Also sie hat mir heute etwas bewusst gemacht, was ich als junges Mädchen schon mal erlebt hatte. Ein Gefühl, eine Situation, der ich damals unbewusst gegenüberstand und sie eigentlich tief verdrängt hatte. Und jetzt durch die Situation in München kam das wieder hoch. Und ich kann ihr jetzt ganz bewusst anders begegnen. Ist das sich selbst vergeben? Ja. Es ist eigentlich ein nochmal angucken. Ich bin auch so ein Angst-Junkie. Also ich liebe es, meiner Angst ins Gesicht zu gucken. Und ich habe mir das für dieses Leben auch vorgenommen, dass ich eigentlich alles für mich durchschauen will, wo noch irgendwo Ängste sind. Das ist so eine Entscheidung, die ich mal getroffen habe nach dieser Nahtoderfahrung. Und ich glaube, deswegen passieren mir solche Situationen. Also ich scheine die regelrecht anzuziehen. Ich möchte in mir alle Ängste auflösen, die da noch irgendwo in mir, in meinem System sitzen. Empfiehlst du Menschen, es sind gerade so unglaublich viele in der Angst. Also die einen haben Angst vor Corona, die anderen haben Angst vor einer Corona-Diktatur, vor einer Gesundheitsdiktatur. Eigentlich erlebe ich nur noch Menschen in Angst. Auch Menschen, von denen ich dachte, dass ich sie länger kenne, die verhalten sich plötzlich ganz komisch, ganz eigenartig. Du, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst eher, dass also Angst-Junkie oder wie, eigentlich will man doch Angst vermeiden. Also warum du nicht? Weil ich früher in meinem Leben, in meinem alten Leben, vor der Angst immer davon gelaufen bin. Ich habe früher die Angst vermieden. Ich war angepasst. Das führte zu dieser Todessehnsucht. Das führte dazu, dass in mir nichts Lebendiges mehr war. Weil ich vor allem Angst hatte. Ich hatte Angst, nicht gut genug zu sein, nicht dazu zu gehören, nicht passend zu sein, nicht richtig zu sein. Ich hatte Angst vor Obrigkeiten. Ich hatte sogar Angst, falsch zu lächeln. Es ist total irre. Ich weiß gar nicht, ob man das nachvollziehen kann. Angst, kritisiert zu werden und so weiter. Und dann bin ich gestorben, dann ist dieser Unfall passiert. Auf den wir jetzt gleich auch zu sprechen kommen. Zu sprechen kommen. Habe diesen Körper verlassen und habe die große Chance gehabt, auf mein Leben zurückzublicken, auf dieses angepasste Angstleben. Und habe gemerkt, das ist alles eine Illusion, das ist alles ein Riesenzaubertrick. Diese Angst ist nichts, das ist nur eine große Wolke. Etwas, was wir glauben, was aber überhaupt nicht der Realität entspricht. Und das weiß ich heute. Und ich weiß aber auch, dass... Weißt du das oder fühlst du das? Oder beides? Beides.
Und ich weiß, dass aber in mir trotzdem noch Ängste existieren, wie zum Beispiel vor Diktatur. Ja, also das war jetzt so mit der ganzen Corona-Geschichte, das war so mein Ding. Aber die sind alt, diese Ängste, also die in mir. Und deswegen habe ich für mich Wege gesucht, um diese Angst vor Diktatur, vor Gewalt, vor einer Obrigkeit, die mich einschränkt, die mir sagt, was ich tun und lassen soll, um diese Ängste aufzulösen. Und deswegen bin ich vor Wasserwerfer. Und deswegen stand ich davor. Deswegen bin ich alleine nach München auf eine Demo. Ich wusste, dass da ganz viel Polizei ist. Aber ich mache solche Dinge für mich absichtlich. Also wenn ich merke, ich habe vor irgendwas Angst, dann mache ich es erst recht. Weil ich da, ich weiß, ich muss da einmal durch, ich muss mich dem einmal stellen und danach ist es vorbei. Ist das so wie über heißes Feuer laufen? Ja. Oder? Das ist eigentlich eine Konfrontationstherapie, die ich mache mit mir. Kommen wir mal zu diesem, ich glaube, es war ein Abend vor 11 Jahren. Ja. Du kamst vom Joggen nach Hause. Ich hatte 2 Tage vor diesem Ereignis, vor diesem Unfall, oder einen Tag, ich weiß, jetzt, ich habe kein Zeitgefühl mehr, habe ich verzweifelt nach oben geschrien und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich pack dieses Leben nicht mehr, ich ertrage mich nicht mehr. Und eigentlich habe ich nach oben geschrien und habe gesagt, zeig mir endlich, wer ich wirklich bin oder ich hau hier ab aus dem Leben. Ich habe gemerkt, dass ich langsam an so einen Punkt komme, wo mein Leben nicht mehr weiterging. Und das war ein sehr verzweifelter Moment. Und die Antwort kam prompt. Ich habe dann nach einem Joggen abends, bin immer laufen gegangen. Ich musste diese Haustür von außen schließen. Ich musste weglaufen. Ich musste raus aus mir selbst. Und da kam ich abends zurück, es war kalt, war Ende September. Und ich wollte den Kamin anzünden und habe dabei aus Versehen meine eigene Kleidung in Brand gesteckt. Oder die fing irgendwie Feuer. Und dieses Feuer stieg an meiner Kleidung hoch. Ich hatte so eine ganz dünne Adidas-Jogging-Sachen an, das brannte wie Zunder. Ich wollte es ausklopfen und stand gefühlt in Sekundenbruchteilen komplett in Flammen. Also meine Haare brannten, mein Gesicht brannte, alles brannte. Und dann habe ich Feuer eingeatmet. Und spannend ist es, meine größte Angst früher immer war, zu verbrennen oder zu ertrinken. Und dieses Feuer einatmen ist ein Ersticken. Also du kriegst ja keine Luft mehr. Es ist unfassbar heiß, aber tut eigentlich nicht weh. Und in dem Moment habe ich gewusst, jetzt sterbe ich. Und das war ein unglaublicher Moment. Ein ganz ruhiger Moment, der sich angefühlt hat wie eine Ewigkeit, diese Erkenntnis, jetzt kriegst du keine Luft mehr, du brennst lichterloh, du kannst dieses Feuer nicht mehr löschen, ich stand alleine vor diesem Kamin. Du wirst also du kannst diese Situation nicht kontrollieren und jetzt ist es also soweit. War irre. Hattest du Schmerzen? Nein. Nein, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Es war irre heiß, aber an Schmerzen kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das ist aber auch so eine Schock- oder so eine Reaktion des Körpers, dass er das alles ausblendet. Und das war so ganz ruhig in mir. Ich habe auch nicht dran gedacht, dass ich jetzt meine Kinder verliere oder irgend sowas. Es war einfach nur diese Erkenntnis, jetzt sterbe ich. Und dann hat es mich in dem Moment, habe ich erlebt, was es bedeutet, loszulassen.
Wir hören das so oft, man muss ja nur loslassen. Genau, man muss nur loslassen und alles wird besser. Alles wird gut, ja, lass einfach mal los. Aber keiner, keiner weiß, wie das mit dem Loslassen funktioniert. Oder gib dich doch einfach mal hin. Genau, ja? Nimm es an. Nimm doch die Situation mal an. So an, wie sie ist. Redet sich so leicht. Aber wie in Himmel, Herrgott's Namen funktioniert das? Also ich wurde da hineingezwungen. Ich musste die Situation annehmen, so wie sie ist, weil du kannst nichts mehr tun. Und ich musste loslassen. Und loslassen bedeutet eigentlich nichts anderes, als alles zu lassen. Nicht mehr kämpfen, nichts mehr tun, gar nichts. Und in dem Moment katapultierte es mich aus meinem Körper raus. Also in dem Moment, als ich eigentlich losgelassen habe oder mich hingegeben habe, dem, was da ist, also diesem Feuer, stand ich plötzlich ungefähr 2 Meter von meinem Körper entfernt. Es gab mich zweimal, einmal brennend, dieser Körper, und einmal mich, wie ich da drauf guckte. Also dein Bewusstsein oder dein was also? Ich habe keine Ahnung, was das war. Also manche sagen, warst du dann ein Geist? Ja, wahrscheinlich war ich dann ein Geist. Andere sagen, das war der Ätherkörper. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also ich habe mit meinem Bewusstsein, so würde ich es beschreiben, meinen Körper verlassen. Und habe in dem Moment die nächste ganz wichtige Erkenntnis oder Erfahrung gemacht, nämlich, ich bin nicht mein Körper. Der stand nämlich da und torkelte und mir selbst ging es fantastisch. Also ich war sehr neutral, habe das staunend neugierig beobachtet, hatte keine Gefühle mehr in dem Sinn, also kein Schmerz, keine Angst, kein Schock, sondern war eher so ein staunender Beobachter. Ich habe diese, wie Eckhart Tolle so schön sagt, geh in die Beobachterperspektive. Genau. In dieser Perspektive war ich. In den jetzigen Moment. Im Wohnzimmer, ja. Und habe dann, also das waren so ein paar staunende Momente, ich habe dann gemerkt, hey, ich habe ja 2 Füße und ich habe immer noch Hände. Also ich fühlte mich immer noch genau so, wie ich mich jetzt fühle. Wo ich mit dir also du hattest irgendwie schon noch Zugriff darauf oder also ich hatte das Gefühl, einen Körper zu haben, aber der war irgendwie transparenter. Und mir war auch klar, es kann ja gar kein richtiger Körper sein, denn der steht ja vor mir und brennt. Also eine total irre, surreale Situation. Und dann habe ich gesehen, wie mein Sohn plötzlich ins Wohnzimmer stürzte, sich auf seine brennende Mutter warf und blieb die ganze Zeit in der Beobachterperspektive. Ich habe gesehen, wie die den Körper dann nach München ins Krankenhaus gebracht haben im Hubschrauber. Und habe gemerkt, dass mich keiner wahrnimmt. Also alle, ob die Notärzte oder auch mein Sohn oder wer auch immer, guckten immer nur auf diesen Körper und alle waren so in einer furchtbaren Angst und in so einer Sorge. Und ich wollte immer zu diesen Menschen und wollte sagen, hey, ist alles gut, mir geht's super. Aber die haben mich nicht gehört und mich nicht gesehen. Und das war komisch, weil das hatte mir bis dahin noch niemand erklärt, dass sowas passieren kann. Also eigenartig. Aber ich war tot. Also mir war ganz klar, ich bin tot. Bewusst. Aber klar, also man, das ist ja genau der Punkt. Also wir gehen ja jetzt in unserer Kultur davon aus, dass wenn man tot ist, da ist nichts mehr. Ist das so? Glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen davon ausgehen, dass es danach weitergeht. Sie wissen nur nicht wie. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, über das nicht gesprochen wird oder über das nicht gerne gesprochen wird oder also... Gut, mit meiner Oma tatsächlich konnte ich darüber sprechen, aber auch nur sehr vage. Aber dieses, so wie du es jetzt beschreibst, oder das, also die Frage ist, Bock, die du gestellt hast, ich, also meine Wahrnehmung ist, dass das etwas ist, das
verdrängt wird. Ich hau mal einen raus. Ja, bitte. Alle Religionen basieren auf diesem Gedanken, dass das Bewusstsein, ein Bewusstseinslevel zu erreichen, was nicht mehr dem Tod des physischen Daseins, also der Daseinsform unterworfen ist. Darauf basieren alle Religionen. Aber wenn das tatsächlich so wäre, warum um Gottes Willen dann so viel Angst in diesem Leben? Also jetzt nicht du, sondern grundsätzlich, also warum haben die Menschen so viel Angst? Wenn sie tatsächlich da... Weil ihnen das Vertrauen fehlt. Ich glaube, dass die Menschen gar nicht so viel Angst vom Tod haben. Ich glaube, dass die Menschen eine unfassbare Angst vom Leben haben. Vor den Möglichkeiten, also vor der eigenen... Vor sich selbst, ja. Vor ihrer eigenen Kraft. Vor ihren eigenen Möglichkeiten. Also es ist eher das ungelebte Leben. Das ungelebte Leben, ja. Also das ist meine Theorie und mir ging es so. Weil ich hatte mich ja immer danach gesehnt, aus diesem Körper raus, aus diesem Leben raus. Und dann plötzlich war ich draußen. Und war eigentlich nur damit beschäftigt, zu gucken, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Kommt jetzt da ein Lichttunnel? Kommt da jetzt, was weiß ich? Und es kam nichts. Gar nichts. Also nicht das, was mir erzählt wurde. Aber was kam denn? Also erstmal kam eine ganze Zeit gar nichts. Und in dieser Zeit habe ich aber wieder ganz viel gelernt. Nämlich, dass ich spüren kann und weiß und hören kann, was die Ärzte sagen und denken. Hattest du noch das Gefühl, denn in deinem Körper zu sein? Nein, das nicht mehr. Also es gab auch nicht mehr sowas wie ein Gefühl von, ich habe Durst oder Hunger oder ich, ja, nee. Nee, der lag da und den hatten sie dann irgendwie erst versorgt und dann irgendwie auf eine Intensivstation gebracht und der hing schon an Schläuchen. Der hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Also ich war heilfroh, dass ich das blöde Ding los war. Und dachte, war dann nur drauf fokussiert, wie geht's denn jetzt weiter? Und war eigentlich fast schon sauer, dass sich jetzt hier nichts tut, dass ich eigentlich da mehr oder weniger in diesem Krankenhaus festhänge. Und war aber überrascht, dass zum Beispiel das alles, was ich früher als fest und statisch wahrgenommen hatte, dass ich das alles energetisch gesehen habe. Also egal, ob eine Wand oder ein Tisch oder ein Bett oder ein Arzt, der da rumlief, das hatte alles nicht mehr diese dichte Materie. Und trotzdem konnte ich mich auf ein Bett setzen. Weißt du, was ich meine? Also trotzdem konnte ich das Materielle irgendwie beeinflussen. Weil wenn alles nur noch energetisch ist, dann gleitest du ja durch den Boden durch. Dann hält dich ja ein Boden nicht. Also es war irre. Ich habe gemerkt, dass es an mir liegt, ob eine Wand fest ist oder ob man da durchgehen kann. Und das passierte alles im Krankenhaus. Und Entschuldigung, aber musstest du denn immer, also du musstest oder hast du eine Idee dazu? Also in welcher, also wie weit hättest du dich von deinem Körper entfernen können? Also musstest du immer ganz in der Nähe, warst du immer ganz in der Nähe noch des Körpers immer? Oder hättest du in dem Moment auch schon entscheiden können und sagen können, ich tauche weiter ab? Oder andersrum dann gefragt, warum bist du dann da in der Nähe geblieben? Also ich kann mir vorstellen, sich das anzuschauen, ist ja auch... Eigentlich aus Neugierde. Also würde ich jetzt sagen, es war nichts, dass ich jetzt an den Körper gebunden war oder so. Aber die haben den von zu Hause aus in einen Krankenwagen und dann in einen Hubschrauber und ich wollte einfach gucken, wie es weitergeht. Und ich weiß halt noch, dass ich dauernd darauf wartete, dass jetzt so ein helles Licht kommt. Oder meine Oma oder irgendwas. Das war deine Erwartung? Ja. Ja, das war das, was man mir erzählt hatte. Man trifft erstmal die Menschen, die Verstorbenen, die lieben Seelen, die zur Familie gehören. Ja, oder es kommt dann so ein dunkler Tunnel und am Ende des Tunnels ist ein Licht und so und es zieht dich da durch. Also darüber hatten meine Eltern schon gesprochen, das wusste ich. Oder hatte ich so in Erinnerung. Und bei mir war es aber anders. Es
gefühlt vergingen so ein paar Stunden. Und dann befand ich mich in einer Situation, dass ich eigentlich ziemlich enttäuscht ist das falsche Wort, aber eigentlich wartend am Bett im Krankenhaus da bei diesem Körper saß. Und so ein bisschen, ich hatte irgendwie aufgegeben, glaube ich, zu warten, dass jetzt da ein Tunnel kommt, meine ich. Und plötzlich veränderte sich die Energie in dem Raum und das kann man so ein bisschen beschreiben, als wäre plötzlich, würde da eine ganz nah eine riesen Sonne aufgehen, mitten im Raum. Und ich erkannte eine Präsenz, die eine Form hatte und vor allem die eine Liebe ausgestrahlt hat, die ich so noch nie erlebt hatte. Und vor allem war das ganz persönlich. Es betraf mich und nur mich. Ich glaube, das kann sich kein Mensch vorstellen, weil das keiner von uns kennt. Dieses Gefühl. Und diese Präsenz sprach mich an. Und der beruhigte mich und sagte, du, es gibt jetzt hier für dich mal gar nichts zu tun. Aber ich würde dich gern mitnehmen, ich würde dir gern was zeigen. Und damit hatte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Aber wenn du sagst Präsenz, das war einfach nur eine Energie oder ein Wesen oder also wie, was war das? Es war eigentlich eine Lichtgestalt. Aber das Wort Lichtgestalt ist zu wenig. Und eine Präsenz, eine Lichtpräsenz, die männlich wirkte auf mich, also eine männliche Energie hatte. Eine Gestalt konnte sie annehmen, musste es aber nicht. Es ist ganz schwer, das zu beschreiben. Und zu dem Zeitpunkt, was war mit deinem Körper? Also hattest du noch, also der war klinisch tot oder wie, also wie, was wäre der Fachbegriff dafür? Nee, den hatten sie ins Koma gelegt. Also ich hatte schwerste Verbrennungen im Gesicht und an Händen, zweiten und dritten Grades. Und den haben sie, glaube ich, im Hubschrauber schon ins Koma gelegt. Der wurde beatmet und was weiter mit dem passiert ist, hat mich gar nicht interessiert. Der wurde nicht mehr gebraucht, ich war ja tot. Endlich. Das war dir klar, das war so... Also der Körper hat mich null interessiert. Spannenderweise hatte ich auch keinen Gedanken meinen Kindern gegenüber. Also das verblüfft mich noch heute. Dass es eigentlich nur darum ging, wie geht's denn jetzt weiter? Und diese Präsenz, der kam dann auf mich zu und nahm mich irgendwie in den Arm, der nahm mich in sich auf. Ich kann es nicht anders erklären, weil es war ja alles Energie. Und zog mich aus diesem Krankenhaus raus. Und ich war so glücklich, weil endlich fiel dieses schwere Leben von mir ab. Das war ein Gefühl, als kannst du endlich ein Buch schließen. Endlich etwas ganz Schweres, ganz Belastendes hinter dir lassen und bist einfach nur neugierig auf das, was jetzt kommt. Jetzt würde wahrscheinlich der materialistische Kritiker sagen, das ist nur eine Halluzination, das muss die sich eingebildet haben. Woher weißt du, dass du dir das nicht eingebildet hast? Erstens, weil ich noch heute alles so genau weiß, als wäre es gestern erst passiert. Und weil danach, nach diesen 9 Tagen, einige sehr einschneidende Dinge passiert sind, die nicht passiert wären, wenn ich es mir eingebildet hätte. In diesen 9 Tagen, was ist da passiert? Also wie ging es dann weiter?
Naja, ich wurde komplett aus diesem Körper, auch aus meinem Verstand und aus all dem, was uns so menschlich macht, herausgezogen und habe erlebt, was passiert, wenn wir sterben. Und ich habe erlebt, was es bedeutet, wenn wir Menschen sagen, wir sind alle eins oder wir sind alle miteinander verbunden. Ich habe erlebt, was es bedeutet, in eine bedingungslose Liebe eingebettet zu sein. Ich habe erlebt, was es bedeutet, sich in der Quelle oder in Gott oder wie auch immer wir das nennen wollen, aufzulösen oder sich damit zu verbinden, also dieses Nachhausekommen. Ich habe erlebt, was es bedeutet, unendlich zu sein, grenzenlos zu sein. Ich habe unser Universum gesehen, ich habe Universen gesehen, ich habe das Bewusstsein der Erde gesehen und habe eigentlich in diesen 9 Tagen eine Schulung erhalten, die Antworten auf all meine kindlichen Warums gegeben hat, also auf meine Lebensfragen, auf meine Sinnfragen, auf diese permanente Suche nach dem Sinn des Lebens. Und diese Fragen zogen sich durch diese 9 Tage, weil er mir ja gesagt hat, ich würde dir gern was zeigen. Und natürlich habe ich ihn auch da gefragt. Also dieser Lehrer, ich nenne ihn seitdem liebevoll meinen Lehrer. Und er hat mir, weil wir vorhin über das Leben gesprochen hatten, er hat mir zum Beispiel etwas gezeigt, was jeder von uns erleben wird, wenn er eines Tages seinen Körper verlässt, nämlich einen Rückblick auf das Leben. Und das kann ein wunderschöner Rückblick sein und das kann aber auch ein sehr trauriger Rückblick sein. Und mein Rückblick war traurig. Ich guckte auf mich selbst, obwohl ich ja materiell alles hatte, war ja so eine Frau, die ein Leben geführt hat, was sich viele gewünscht haben. Aber ich habe mein nicht gelebtes Leben erkannt. Ich habe die verschenkten Chancen erkannt. Ich habe diese Leere erkannt in meinem Leben. Und in diesem Rückblick spielt es 0,0 Rolle, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder was du vorzuweisen hast. Das, was mir immer beigebracht wurde. Mein Haus, mein Pferd, mein Auto. Ja, oder auch, ob du Abitur hast oder nicht. Interessiert null. Es interessiert nur, wann warst du glücklich? Wo warst du glücklich? Warum warst du glücklich? Was hast du gern getan? Mit wem warst du glücklich? Also Momente, die wir mit unseren Kindern verbracht haben, wo wir gelacht haben, sind Momente, die werden überdeutlich in dieser Rückschau. Momente, wo du, in der Küche standst und liebevollen Essen gekocht hast, haben 100-mal mehr Wert als, wenn du einen Scheck entgegennimmst mit 100.000 Euro. Ich habe plötzlich einen ganz anderen Blick bekommen auf mein Leben. Und das Spannende war auch, dass ich alle Situationen, wo zum Beispiel, weil ich ja so ein Rebell war und mein Vater es nicht unbedingt leicht hatte mit mir, wo zu Hause schwierige erzieherische Situationen waren, habe ich nicht nur meine Position gefühlt, sondern auch die meines Vaters. Und also ich wusste und fühlte, wie er sich fühlt. Das heißt, hat es dadurch mehr Sinn gemacht dann? Ja, es ist so, so multidimensional, die Wahrnehmung ist so multidimensional, die ist nicht nur auf mich persönlich beschränkt, sondern du fühlst auch, was der andere fühlt und warum er es fühlt und warum er das tut, was er tut.
Und woher das kommt, das heißt, du nimmst in einem Augenblick viel, viel mehr wahr, als wir Menschen das können mit unseren Sinnen oder mit unserem begrenzten Verstand. Und du weißt auch, was wäre passiert, wenn er zum Beispiel anders erzogen worden wäre. Also du hast in einem einzigen Moment, erkennst du 1 Million Möglichkeiten und Varianten. Also die Sinne, unsere Sinne sind so offen ohne diesen Körper, das ist unfassbar. Das heißt, du erkennst alle Zusammenhänge und verstehst natürlich dadurch alles. Und du verstehst, warum, was, wie war und dass das alles total richtig war, wie es gelaufen ist und so laufen musste. Aber ich war zutiefst traurig über mich selbst, wie ich mich nur so verlieren konnte, wie ich aufhören konnte zu rebellieren, wie ich aufhören konnte, mich selbst auszudrücken. Sondern angefangen hatte, wie so ein Schaf, einfach nur den Herden mitzulaufen, nachzulaufen. Ist es dann so ein Gefühl von, ich hätte das einfacher haben können, dass wenn ich zum richtigen Zeitpunkt andere Entscheidungen getroffen hätte, ich hätte nicht diese extreme Erfahrung jetzt machen müssen, diese Nahtoderfahrung? Kann man das so sagen? Ich glaube, um einfach geht es gar nicht. Also es geht nicht darum, dass wir es uns einfacher machen. Das ist wieder der Mensch, ne? Der sagt, es muss schön bequem sein, es muss einfach sein, genau, ja, leicht. Also wir können uns das Leben wesentlich leichter machen, das ist ganz klar. Aber in dieser Rückschau geht es nicht darum, dass wir ein leichtes Leben haben. Es geht darum, dass wir ein erfülltes Leben haben. Und womit wir es erfüllen, das liegt an uns. Und da gibt es so Abenteurer, so Weltumsegler oder Weltreisende, die wollen einfach nur Erlebnisse haben. Die wollen die Welt auskosten. Die wollen die unglaublich vielen Möglichkeiten auskosten. Und frag die mal, die wollen kein einfaches Leben. Die finden es spannend, barfuß auf den Himalaya hochzulaufen. Weil die führen ein sehr erfülltes Leben. Also wenn die dann eines Tages zurückblicken, werden sie wahrscheinlich das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht kriegen. Oder eine Bauersfrau, die für die es das größte Glück ist, mit den Tieren zusammenzuleben und ihr eigenes Gemüse anbauen zu können und ihr Leben zu leben. Das ist wunderschön. Es geht nicht darum, reich zu sein oder was darzustellen oder was vorzuweisen. Aber warum genau warst du traurig? Du warst ja jetzt da, wo du hin wolltest. Du warst gestorben. Für dich genommen. Und du warst du traurig über die verpassten Möglichkeiten? Oder über verschenkte Zeit? Oder über sinnlos? Über sinnlose, leere Zeit in meinem Leben. Und zwar ab meinem 17. Lebensjahr, wo ich Mutter wurde, habe ich die Situation mit meinem Kind waren ganz klasse. Also die waren super, super schön. Aber zeitgleich ist in meinem Leben ganz viel passiert. Also ich habe da angefangen zu funktionieren und habe da angefangen, mich zu verlieren. Und das wurde mir bewusst. Und als der Unfall passierte, war ich 41. Also es ist, 24 Jahre. Ja. Und da habe ich gesehen, wie ich, weil du vorhin fragtest, ein schleichender Prozess. Ja, das war ein schleichender Prozess. Aber ein sehr leerer. Oder es endete in einem sehr leeren Leben. Das heißt, mit keinem echten Lächeln mehr. Zu dem Zeitpunkt war dir auch noch nicht klar, dass du irgendwie zurückkehren würdest in den Körper? Nö. Nichts lag mir ferner. Gottes Willen. Also in dem Moment wollte ich nicht. Ich war heilfroh. Und dann fingen so meine ganzen Fragen an. Ja, wieso habe ich mir denn dann diese Eltern ausgesucht? Wieso
Das ist eine spannende Frage, da muss ich gleich mal, warum hat man sich denn die, ich habe mal gehört, man kriegt immer die Eltern, die man für die Seelenerfahrung dementsprechend braucht. Also aus heutiger Sicht oder was mir damals klar war, ist, dass ich mir ein Leben der Extreme ausgesucht habe. Ja. Dass ich wirklich, ich wollte den Dingen wirklich auf den Grund gehen. Das habe ich mir für dieses Leben vorgenommen. Und ich bin jetzt erst 52, also ich bin gespannt, was noch vor mir liegt. Auch solche Polizeigeschichten ist ja auch so ein Extrem, ne? Kann man so sagen. Und ich wollte in diesem oder will in diesem Leben mein Bewusstsein erweitern und zwar so weit, wie es mir als Mensch möglich ist. Das war also vor meiner Geburt mein Ziel und dazu habe ich mir die perfekten Eltern ausgesucht. Also ein Elternhaus, in dem die Grundlagen schon geschaffen wurden von klein auf, mit einem sehr interessierten Vater, der sich mit Einstein beschäftigt hat und der sich mit der Quantenphysik beschäftigt und Arzt ist für Naturheilkunde, also sich mit dem Körper und der Seele beschäftigt. Eine Mutter, die unfassbaren Mut hat, der Angst ins Gesicht zu gucken. Also meine Mutter ist jemand, der die den Mut hat, sich Gefühlen zu stellen. Und so habe ich auf der einen Seite diesen geistigen, wie sagt man da, diese geistigen Samen mitgekriegt, aber auch die emotionalen. Und heute würde ich sagen, lebe ich die Qualitäten von beiden Elternteilen. Also sie sind perfekt für mein Leben. Und ich für die beiden, ja. Sind sie grundsätzlich für alle Menschen immer perfekt? Also ich frage mich jetzt gerade, es gibt ja auch so unglaublich viel Unheil gerade in diesem Bereich. Kinder, die misshandelt werden, Frauen, die geschlagen werden. Also gab es da Antworten? Das kann doch nicht richtig sein. Also ich weiß es für mich, aber das, was ich für mich erlebt habe, ist, glaube ich, eine Art Gesetzmäßigkeit, die für uns alle gilt. Wir kommen auf die Erde und sind ein offenes, kleines Kind verbunden mit allem. Und durch die Eltern, die wir haben, oder anders ausgedrückt, durch die Lebensumstände, die wir dann erleben, verlieren wir uns alle erstmal selbst. Also ich habe so manchmal das Gefühl, unser wahres Wesen, das, was wir wirklich sind, müssen wir erstmal komplett verlieren, komplett vergessen, um uns dann auf den Weg zu machen, uns wieder finden zu können. Das ist jetzt also wir vergessen den Sinn unseres Lebens quasi, um dann während des Lebens den Sinn wieder zu entdecken. Wir spielen so ein bisschen Versteck mit uns selbst. Aber wenn wir zum Beispiel Gewalt erleben von außen und in diese Ohnmacht gezwungen werden, in diese Hilflosigkeit gezwungen werden, erleben wir das ganz oft. Ich hoffe, ich trete jetzt da keinem zu nahe, aber ich spreche auch aus meinem eigenen Leben, um einen Weg zu finden, in die eigene Kraft zu kommen. Ja? Um einen Weg zu finden, sich aus dieser Ohnmacht herauszuentwickeln. Um dann irgendwann an einem Punkt zu sagen, okay, ich lerne jetzt Vergebung oder ich lerne jetzt in Frieden zu kommen mit allem, was da war, auch mit Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit oder so. Es sind immer bestimmte Themen, die wir uns für unser Leben auswählen. Wir haben die immer, um daran zu wachsen und zu lernen. Das Leben ist niemals gegen uns, auch wenn es ganz oft so scheint. Das weiß ich heute. Die 9 Tage. Kamen die dir vor wie 9 Tage oder kam dir das vor wie die Ewigkeit? Und wann war der Moment, wo du plötzlich wieder in deinem Körper warst?
Dass das 9 Tage waren, weiß ich nur, weil es im Krankenbericht steht. Weil ich weiß, wann die mich ins Koma gesetzt haben und wann sie mich zurückgeholt haben. Die Zeit dort ist zeitlos. Also es gibt dort keine Zeit, es gibt kein Zeitgefühl. Das könnten 1000 Jahre gewesen sein oder 3 Sekunden. Irgendwann kam bei meinem Lehrer, wir haben dort sehr viel kommuniziert, telepathisch. Und irgendwann fragte er mich oder sagte mir, du glaubst ja wohl nicht, dass ich dir das alles zufällig gezeigt habe. Also, dass das keinen Grund hat, was wir hier erleben. Und er brachte mich auch in diesen 9 Tagen immer mal wieder ins Krankenhaus, immer mal wieder an diesen Körper. Und ich fand das immer blöd. Also ich habe das immer nicht verstanden. Was soll ich denn jetzt hier? Ich will dieses Ding nicht. Und ich habe aber immer gemerkt, dieser Körper liegt da und schläft, an Geräte angeschlossen, es piepste überall. Der war einbandagiert wie eine Mumie. Also ich sah nur weiß und der Körper war aufgedunsen. Ich habe, glaube ich, 200 Kilo gewogen oder so. Und ich habe immer gemerkt, der Körper wartet auf irgendwas. Und irgendwann wurde mir klar, oder er sagte mir, dass der Körper auf mich wartet. Und dass es jetzt für mich darum geht, eine Entscheidung zu treffen, ob ich in diesen schwer verletzten, verbrannten Körper zurückgehe, den ich ja so abgelehnt habe, oder ob ich dort bleibe. Und für mich war die Antwort klar, logisch gehe ich da nicht wieder rein. Logisch bleibe ich da, wo ich jetzt bin. Und er erklärte mir aber dann, mein Lehrer erklärte mir dann, dass ich zum einen eine neue Chance bekomme, mein Leben nochmal komplett von Neuem zu beginnen. Und zwar ohne geboren zu werden. Also the Great Reset. The Great Reset mit 41 Jahren. Mit dem Wissen von vorher, also eigentlich eine total geniale Situation, weil wie oft unterhält man sich so und sagt, Mensch, ich würde eigentlich gern mal... Nochmal neu starten. Mal neu starten. Kennt jeder von uns. Ja, und jeder könnte es und keiner macht's. Und auch in jedem Augenblick grundsätzlich. Klar. Und ich wurde halt dazu gezwungen, mehr oder weniger. Ja, also ich wurde zu meinem Glück gezwungen. Also einmal, dass ich mein Leben komplett neu beginnen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, alles schön und gut, aber in so einen kaputten Körper gehe ich nicht rein. Also mein ganzes Gesicht war schwerst verbrannt. Die hatten mir die Haut abgelasert im Gesicht. An den Händen haben sie mir die Haut transplantiert. Und ich sah nicht besonders nett aus. Die hatten mir die Haare abrasiert, meine Ohren waren fast schwarz, verkohlt oder verbrannt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht in so einen entstellten Körper zurück. Und dann hat er gesagt, das könnte er mir versprechen, dass dieser Körper ganz schnell heilt. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich gehe nicht wieder in so ein leeres, unglückliches Leben zurück. Ich hatte also da mit diesem Lehrer plötzlich eine Verbindung, nach der ich mich mein ganzes Leben gesehnt hatte. War er dein persönlicher Lehrer oder war er auch für ganz viele andere noch der Lehrer? Nee, es war was ganz Persönliches. Also das ist wie so der Freund oder ein höheres geistiges Wesen, das uns durch all unsere Existenzen begleitet. Der kennt mich aus dem FF. Das ist so, das ist was ganz, ganz Besonderes. Und er lachte und sagte, nein, du wirst mich nicht verlieren. Also wenn du jetzt in dieses Leben zurückgehst, bleibe ich an deiner Seite oder unsere Verbindung bleibt bestehen. Und dann fand ich das immer noch nicht so toll. Und dann hat er mich weil ich mochte diesen Körper nicht. Ich fand diesen Körper schwer, ich fand ihn unschön, ich fand ihn behäbig, eng, dumm, blöd.
Und dann hat er mich so ein bisschen in diesen Körper hineingezwungen. Und ab dem Moment änderte sich alles. Also da habe ich diesen Körper auf eine ganz neue Art und Weise wahrgenommen. Dieses von Anfang an gleich? Sofort. Ich hab erlebt, dass unser Körper ein eigenes Bewusstsein hat, dass die Zellen miteinander kommunizieren, dass das da drin alles Farbe und Schwingung ist. Das ist kein Fleischklumpen, der einfach nur uns in eine Langsamkeit zwingt oder in eine Form presst, sondern das ist ein eigenes Bewusstsein, was uns zur Verfügung steht. Und das fand ich dann spannend. Und dann bin ich in diesen Körper hinein. Ich habe ihn also, wenn man so schön möchte, bewohnt. Wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben wirklich. Und habe alles in diesen Körper reingezogen, was ich in diesen 9 Tagen da erlebt habe. Also alle Qualitäten von mir. Und habe gewusst, wenn ich es jetzt nochmal mache, dann mache ich es richtig. Also mir war klar, dass ich mein Leben jetzt nochmal beginne und ich wusste aber, dass ich alles verändern muss. Und dann weiß ich noch diesen ersten Moment, da hatten sie mich dann aus dem Koma rausgeholt. Und ich machte so die Augen auf und schwebte so zwischen den Welten. Also ich wusste, ich bin wieder in meinem Körper, was ja vorher die ganze Zeit nicht der Fall war. Und war aber gleichzeitig noch dort. Und das war irre. Also ich war der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Es ist unbeschreiblich. Wie hat dann in dem Augenblick dein Umfeld reagiert? Also dein Mann, dein Die hatten kind, eine große dein Angst. Die haben ja 9 Tage um mein Leben gezittert. Es war nicht klar, ob ich das überlebe. Und so ein Brandunfall ist eine sehr schlimme Geschichte, vor allem auch dann danach durch eine sehr hohe Infektionsgefahr. Und ich habe mich ja dann selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Nach dieser Intensivstation, die haben dann... Wie lange hast du da gelegt? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ein paar Tage. Dann haben die mich auf eine normale Station und dann hieß es, da muss ich ganz lange bleiben und dann auf Reha und ich muss so eine komische Maske tragen. So eine, passt wieder jetzt zu dem. Ja, ich muss auch gerade schmunzeln und denke, okay. Ich muss in eine Reha-Einrichtung, wo lauter schwerst Brandopfer sind. Und dann habe ich gesagt, nö, ich fahre nach Hause. Und ich habe dann unterschrieben, habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und bin mit meinen offenen Wunden nach Hause gefahren oder habe mich abholen lassen. Und meine Familie war, für meine Familie war das am Anfang ganz schwer. Ich sah ja aus wie ein Monster. Ich sah ja aus wie Quasimodo. Ich hatte kein Gesicht, ich hatte keine Haut im Gesicht. Das war alles weg. Ich hatte keine Lippen, alles Weiße in den Augen war knallrot, ich hatte keine Haare, ich konnte gar nichts, meine Hände waren bis hierher bandagiert, ich konnte mir keinen Knopf an der Hose aufmachen, ich konnte mir nichts zu trinken einschenken. Ich habe in der Zeit gelernt anzunehmen, um Hilfe zu bitten, ich konnte mir keine Zähne putzen, ich konnte mich nicht ausziehen, gar nichts. Aber dein Gefühl zum Leben hatte sich schlagartig verändert. Es war irre. Ich wusste, jetzt wird alles anders. Ich hatte keine Ahnung wie, aber ich wusste, jetzt wird alles anders. Und meine Wahrnehmung war irre. Ich wusste danach, was mein Mann denkt und was meine Kinder denken. Und ich habe die Atome gesehen in allem. Oder Moleküle oder keine Ahnung, was das ist. Ich hab gesehen, dass alles Bewusstsein hat. Der Tisch, nicht nur ein Mensch, sondern das Buch, ein Stift. Also ich habe die,
die Atome des Holzes gesehen. Ich konnte damit kommunizieren. Raum und Zeit gab es nicht. Es war irre. Wie lange hat diese Phase angehalten? Und wann, also dann gab es ja wahrscheinlich irgendwann diesen Punkt, an dem du dann auch Entscheidungen treffen musstest, oder? Ja. Also erstmal ging es darum, gesund zu werden. Ich habe, wenn du so im Koma liegst, du wirst vollgepumpt mit Opiaten und was weiß ich, was da alles drin ist. Also man kann das gut für eine Halluzination halten, was ich da erlebt habe. Aber meine Familie hat ganz schnell gemerkt, dass da eine unglaubliche Wesensveränderung bei mir stattgefunden hat. Meine Mama hat oft gesagt, Kind, du sprichst so weise. Die guckte mich staunend an. Und ich weiß, mit Manuel, mit meinem Sohn, wir haben uns oft lange, lange angeguckt und haben beide einfach nur geweint, aber nicht vor Traurigkeit. Also ich habe das Gefühl, ich sehe mein Kind das erste Mal wirklich. Ich habe generell das Gefühl gehabt, ich sehe jetzt erst alles. Ich habe das Gefühl, ich war vorher immer blind, mein ganzes Leben. Und ab dem Moment konnte ich sehen und fühlen. Und wie lange das dauerte, weiß ich gar nicht. Ein Teil davon ist immer noch so. Und am Anfang ging es erstmal darum, diese transplantierte Haut zu pflegen. Und ich habe mich danach gesehnt, dass ich zum ersten Mal wieder zum Friseur kann. Und dann fing ich an, mein Leben umzugestalten. Und zwar radikal. Und das ist eine spannende Geschichte, wenn du wirklich alles hinterfragst. Aber das fiel dir dann leicht. Das war selbstverständlich. Da waren keine Zweifel mehr, sondern du wusstest jetzt ganz klar, diese Entscheidung muss ich treffen. Das ist das Gleiche, wie wir es jetzt hier erleben. Nur ich habe es damals für mich im persönlichen Bereich erlebt und jetzt erlebe ich es mit der Gesellschaft, in der ich lebe. Ich hinterfrage wieder alles. Dinge, die ich früher einfach so für gegeben hingenommen habe und eben nicht hinterfragt habe, weil wir halt so leben, weil die Gesellschaft halt so ist, hinterfrage ich jetzt. Alle Systeme, alle Worte, alle Aussagen, alle Behauptungen. Weil ich gar nicht anders kann, weil ich dem auf den Grund gehen möchte. Ich möchte für mich meine persönliche Wahrheit herausfinden. Und so ähnlich war es damals auch, nur eben sehr persönlich. Du hast dich dann von einem Mann getrennt? Ich habe mich ziemlich schnell scheiden lassen, weil die Ehe nichts mit Liebe zu tun hatte, sondern eher mit einem gegenseitigen die Bedürfnisse stillen. Ich habe natürlich meinen Beruf oder das, was ich bis dahin gearbeitet habe, nicht mehr weitergemacht. Ich habe meinen Freundeskreis radikal verändert, meinen Umgang mit mir selbst radikal geändert. Ich bin sehr, sehr liebevoll seitdem mit mir selbst, sehr verständnisvoll. Obwohl ich keine Ahnung hatte, was jetzt auf mich zukommt. Das gleiche Situation, wie ich sie jetzt im Außen erlebe. Wir wissen alle nicht, was gerade auf uns zukommt. Und das ist auch das, was uns so große Angst macht. Ja. Macht dir das jetzt auch Angst? Nein. Oder du bist völlig... Nein. Ich weiß ja, dass nichts zufällig geschieht. Und ich weiß, dass meine Nahtoderfahrung nicht zufällig geschah. Und ich weiß auch, dass ich nicht zufällig knapp 10 Jahre Zeit gekriegt habe, um das, was mein Leben so durcheinander gewürfelt hat, verstehen zu lernen und zu lernen, damit umzugehen. Und dann bin ich irgendwann vor 2 Jahren mit meiner Geschichte mal so ganz schüchtern in die Öffentlichkeit gegangen und habe mal ganz vorsichtig angefangen, davon zu erzählen. Und ich bin heute an einem Punkt, dass ich jetzt den Menschen helfen kann, anhand meiner Geschichte ihr eigenes Leben durch diese Zeit zu jonglieren.
Also ich habe so das Gefühl, ich bin wie so ein Rettungsboot oder manche sagen Leuchtturm, also wie eine Art Orientierung. Ich habe es ja selbst vergangenes Jahr erlebt. Wir haben hier ja einen Erlebnistag zusammen gemacht in Hamburg und es ist wirklich unglaublich, wie Anke auf der Bühne steht und einfach 8 Stunden diesen Raum füllt und die ohne Menschen zu denken. Ohne ja und also vor allem auch, du hast es mir so schön gesagt vorher, also nee, Vorbereitung in dem Sinne, du zapfst die Quelle da oben an und die Menschen reagieren ja mit einer unglaublichen Dankbarkeit darauf und es geschehen tatsächlich einfach Transformationen direkt vor Ort, die ich selbst so nicht für möglich gehalten hätte. Also man merkt es an der Dankbarkeit, man merkt es an den Feedbacks, die man bekommt, auch teilweise direkt schon vor Ort. Unglaublich. Weil die Menschen fühlen, ich bediene nicht den Kopf, ich bediene nicht den Verstand, ich füttere nicht den Verstand, denn der ist überhaupt nicht wichtig. Das ist ja das Spannende, unser Verstand wird jetzt im Moment mit so vielen Informationen zugeballert von allen Seiten, dass der irgendwann auf Error schaltet, bin ich mir sicher. Der gibt sich irgendwann geschlagen. Da sagt sich dieser Denker da drin, weißt du was, jetzt kannst du mich mal. Ich weiß sowieso nicht mehr, was ich glauben soll. Diese ganzen vielen Informationen passen für mich in keine Schubladen. Ich gehe mal auf Error. Und das ist ja das, was mir passiert ist, dass diese 9 Tage hatten mit meinem Verstand nichts zu tun, sondern es war eine reine Erfahrung und Erkenntnis. Das ist eine höhere Oktave des Verstandes. Das ist eine höhere Oktave unserer Gefühle. Und in diesem Zustand lebe ich noch heute. Und wenn ich jetzt zu Menschen spreche, dann können die mit mir in Resonanz gehen. Also das ist, so kann ich es mir erklären, weil ich selbst nicht genau weiß, was da passiert. Aber ich erlebe, dass sie plötzlich anfangen zu weinen oder dass sich plötzlich in ihnen was löst. Oder dass Kinder ganz extrem auf mich reagieren, weil sie sich gesehen fühlen. So wie ich meinen Sohn dann danach das erste Mal gesehen habe, sehe ich jetzt die Menschen. Und ich glaube, ich bin jemand, der hinter ihre Schleier blickt, hinter ihre Masken, der sie wirklich sieht. Ich habe das Gefühl, ich bin jemand, der sieht. Kannst du sagen, mit dem, was du erfahren hast, wo die Welt gerade hinsteuert? Die Frage, die sich alle stellen. Hast du ein Gefühl dazu? Ja. Wie das weitergeht? Ja. Ja, klar. Wir Menschen haben das, was hier gerade geschieht, selbst erschaffen. Wir haben es erfleht. Wir haben darum gebetet. Dass Wandel passiert. Dass ein Wandel passiert. Ja, und zwar ein schneller und ein radikaler. Wir wussten, es kann so nicht weitergehen. Man mag jetzt über die Klimageschichte denken, was man will. Ich habe da meine eigene Auffassung. Aber wir wussten, es kann mit der Gleichgültigkeit nicht mehr so weitergehen. Mit dieser Lieblosigkeit, mit der wir umgehen, mit diesen ganzen Systemen. Tierquälerei, ganz schlimm. Und wir haben uns zu weltweiten Meditationen zusammengetan und haben unsere Aufmerksamkeit auf den Wandel gelegt. Und jetzt ist er da. Wir haben ihn erschaffen. Wir wussten nicht, wie er kommt. Und ich finde es genial, dass er durch einen unsichtbaren Feind, ein Virus, unsere Gesellschaft jetzt so durcheinander rüttelt, so alles aufbricht, ähnlich wie bei mir damals alles aufbrach. Ich konnte plötzlich alles durchschauen, mir wurde alles bewusst. Und das passiert in unserer Gesellschaft auch gerade. Du kannst nichts mehr verstecken. Jeder von uns wird fast schon gezwungen, Position zu beziehen, sich für irgendeine Seite zu entscheiden. Und dann gibt es diese Spaltung. Aber diese Spaltung existierte schon immer in uns Menschen. Das ist etwas, es wird nur etwas sichtbar, was schon immer da war.
Wir haben zum Beispiel schon fast alle eine Spaltung zwischen Verstand und Gefühl. Zwischen Geben und Nehmen. Zwischen Liebe und Erwartungen. Also auf der einen Seite können wir ein Tier bedingungslos lieben, aber an unser Kind richten wir Erwartungen. Das hat aber dann mit Liebe nichts zu tun. Also in allem, was wir bisher gelebt haben, gibt es immer dieses Yin und Yang. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment all diese Spaltungen hochbrechen. Also sie müssen angeguckt werden. Sie werden sichtbar. So wie ich in den 9 Tagen, ich musste mir alles angucken. Ich musste mir mich selbst angucken. Ich musste mir das erste Mal wirklich ins Gesicht gucken. Nun könnten Menschen das als zynisch empfinden, wenn gesagt wird, wir haben diese Krise selbst erschaffen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an alleinerziehende Mütter gerade oder an Menschen, die sozial schwach sind, Menschen, die gerade ihre Existenz verlieren. Was sagst du denen? Also ich habe vor dem Wandel keine Angst mehr, weil ich habe den radikalsten Wandel in meinem Leben erlebt, den man erleben kann. Wenn man den Körper und die eigene Identität verliert, macht mir das, was jetzt gerade geschieht, keine Angst. Ich glaube, im Moment, das Schlimmste, was die Menschen gerade alle erleben, ist überhaupt kein Drama. Das ist, sie machen sich das Drama selbst. Also im Moment passiert ja, es fliegen keine Bomben, wir haben kein Erdbeben, wir haben die Krankheit, die so aufgebauscht ist. Also wir haben keine Übersterblichkeit, die Krankenhäuser sind leer, sie sind ruhig. Es ist Angst, es ist eine Informationsflut, in der wir drinstecken. Also ich habe gerade gehört, die Krankenhäuser haben halt eine Belegung wie zu jeder wir haben Grippewelle. Grippesaison. Ja, also ich habe mich viel mit den Zahlen beschäftigt. Und also diese Angst, die im Moment kollektiv in uns allen greifbar und fühlbar ist, sobald wir das Haus verlassen oder den Fernseher anmachen, ist eigentlich aufgebauscht, sie ist hochgeholt und sie ist fiktiv. Sie ist für mich nicht real. Sie ist genauso wenig real, wie das, was ich in meinem alten Leben für real halt gehalten habe. Aber was rätst du Menschen, die in wirklich Notsituationen jetzt auch kommen und sind? Vertraue, dass das Leben niemals gegen dich ist. Das ist das, was ich erlebt habe. Ich würde jedem Menschen raten, vertrau drauf, alles wird gut. Das, wovor wir im Moment Angst haben, wird nicht eintreten. Das weiß ich. Diese ganzen Geschichten, die da gerade alle erzählt werden oder, und vor denen die Menschen Angst haben. Also nennen wir es jetzt unter einem Begriff, eine Art Gesundheitsdiktatur zum Beispiel. Eine Gesundheitsdiktatur zum Beispiel, die ich nie mitmachen würde. Also eher wandere ich aus, aber man weiß ja im Moment gar nicht. Also abhauen geht ja auch nicht. Zumal du dann auch gar nicht fliegen darfst. Ja, würde ich mir einen Privatjet okay. zusammenlegen und dann könnte man sich einen, habe ich mich schon erkundigt. Weil ich okay, dann müssen wir glaube ich in Bitcoin investieren oder so, dann könnte das klappen. Aber das ist alles nur, unser Verstand macht diese Angst. Der rechnet hoch von all diesen Informationen, mit denen er gefüttert wird und sagt, um Gottes Willen, wenn das alles passiert, dann. Ich sehe das aus einem ganz anderen Blickwinkel. Wir alle haben um einen Wandel gebetet und gefleht und dieser Wandel kommt jetzt. Und immer wenn eine neue Energie ins System kommt, muss erstmal das Alte, diese Opposition, hochkommen. So wie bei meiner Nahtodgeschichte. Ich musste erst in eine Situation kommen, wo ich mich nicht mehr ausgehalten habe,
also wo es richtig eng wurde. Wo man so das Gefühl hat, irgendwie jetzt ist es... Es geht nicht mehr. Ja. Also so ein Punkt, wo du an dieses Hop oder Top kommst. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und dann kann sich die Energie erst entladen und es kann sich lösen. Und bei mir war es einfach dieses, dass ich für mich selbst durchs Feuer gegangen bin, wie so ein Phönix aus der Asche. Ich kenne das aber auch bei jeder Angst. Ich musste erst vor Wasserwerfern stehen und diese Drohung erleben und diese Polizeigewalt erleben, damit sich die Angst in mir, die ich hatte, auflösen konnte. Aber was macht dich so sicher, dass diese Art von, ich nenne es jetzt mal, oder so, wie du es benannt hast, Polizeigewalt oder diese Art von staatlichen Eingriffen, dass das tatsächlich nicht noch weiter forciert wird, dass das nicht noch, ich sag mal, uns die nächsten 10, vielleicht sogar 20 Jahre so begleitet, weil ich höre jetzt immer, das chinesische Modell ist das, was einige Kreise sehr bevorzugen, also dieses komplett angepasste, dieses komplett durchgetaktete. Wir als Freigeister haben da doch wirklich unsere Probleme damit. Ich weiß, dass es keine Zufälle gibt. Und ich weiß, dass das Leben es sehr, sehr gut mit uns meint. Und wenn ich jetzt einfach mal ein paar Jahre zurückgucke, diese ganzen Bewegungen, die weltweit entstanden sind, die spirituelle Bewegung, dann die vegetarische Bewegung, die vegane Bewegung, die Öko-Bewegung, dann die Friday for Future, dann diese ganzen sagenhaften Kinder, die auf die Welt kommen, diese Indigo-Kinder und Kristallkinder und wie man sie auch alle nennt. Du glaubst doch nicht, dass diese Zeitqualitäten, diese Energiequalitäten sich entwickelt hätten, wenn es jetzt in eine Diktatur ginge. Das passt nicht, das spießt sich. Na? Also wenn du diese ganzen Bewegungen, diese Wellenbewegungen nimmst und sie und diese Wellen mal kommen lässt, wohin führen die denn? Wohin führt eine vegane Öko-Bewegung? Zu weniger Fleischkonsum, ja, und zur Abschaffung von möglicherweise Massentierhaltung. Genau. Jetzt haben wir durch Corona werden die Lieferketten unterbrochen. Unsere Empfindlichkeit in unserem menschlichen Ökosystem, so ein globales Handelssystem, all das wird sichtbar. Aber die Grundenergie unserer Menschheitsfamilie ist doch eine komplett andere. Die hat sich doch in den letzten 20 Jahren, bricht doch von unten eine ganz andere Qualität hoch. Dann guck dir diese Feingeister an, diese Kinder, diese Seelen, die werden nicht umsonst geboren. Nicht umsonst in Familien, wo sich die Eltern schon mit Spiritualität beschäftigt haben, wo die Eltern ihre Kinder bewusst erziehen, wo sie sie in eine tolle Schule geben, wo um den Globus herum das Schulsystem sowieso schon hinterfragt wird, wo verzweifelt schon darüber nachgedacht wird, wie kann man was verändern, aber diese alten, sagt man Dogmen? Nee, doch, das ist diese alten Dogmen, die waren noch so massiv, so mächtig, dass es ein Erdbeben gebraucht hat, um sie zum Brechen zu bringen. Und genau das passiert im Moment aus meiner Sicht. Und dass du da in dieser Zuversicht bleibst, liegt daran, dass du quasi da oben gesehen hast, dass das alles, was da ist, also... Kann man das wirklich so sagen, dass alles Sinn macht, immer? Also das würde aber auch bedeuten, dass ein Krieg Sinn macht? Ja. Also jetzt aus Sicht der geistigen Ebene, nicht aus menschlicher Sicht. Es geschieht nichts ohne Sinn, aber es gibt niemand, der uns steuert. Sondern wir steuern uns immer selbst. Und kollektive Schicksale, kollektive Ereignisse haben immer mit dem Kollektiv der Menschen zu tun. Also nehmen wir an, Tierquälerei hat mit den Menschen zu tun.
Tierquälerei kann im Kollektiv kann es nur geben, weil es ganz viele Menschen gibt, denen absolut gleichgültig ist, ob die Tiere leiden oder nicht. Am Ende ja vielleicht auch ein Teil unseres Gesundheitssystems beziehungsweise der Art und Weise der pharmazeutischen Industrie, weil wir eben auch immer also es einfach haben wollen. Also wenn wir Kopfschmerzen haben, hinterfragen wir nicht, warum wir Kopfschmerzen haben, sondern es ist so schön praktisch, genau, in dem Moment eine Pille zu schlucken. Also das heißt, wenn viele Menschen dann eine Pille wollen, dann wird die natürlich auch produziert und dann entstehen, verstehe ich das richtig? Also ist das so? Wir sind alle abgestumpft. Wir wollen die Dinge wegdrücken. Wir sind so eine Vermeidungsgesellschaft geworden. So wie ich früher auch. Ich habe ja versucht, alles zu vermeiden. Ja, nicht anecken. Ja, nicht mehr rebellieren. Und wir wollen es leicht haben, wir wollen es schön haben. Wir sind auch gleichgültig geworden. Du hast das heute Morgen beim Frühstück gesagt. Gleichgültigkeit ist etwas, was unsere Zeit auch sehr prägt. Ja. Ja, diese Billigklamotten, dieses diese Geizesgeilen-Mentalität. Nach dem Motto, wir hinterfragen nicht mehr, was herkommt. Wir wissen, dass wie Billigklamotten hergestellt werden. Es ist jedem bewusst, aber wir kaufen es trotzdem. Wir wissen, wo das Essen von McDonald's herkommt oder solchen Geschichten. Es ist egal. Wir hinterfragen die Dinge nicht mehr. Wir als Gesellschaft. Und auf der anderen Seite entstehen aber diese unglaublichen Wellenbewegungen, diese Strömungen, wo wir sehr wohl hinterfragen. Ja, diese vegetarischen, veganen Bewegungen, diese ganzen Naturkostläden, ja, wo jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich gesehen, wo es entstehen ganz viele liebevolle so Bauernläden wieder. Mhm. Weil wir alle immer bewusster werden. Und ich habe in diesen 9 Tagen gesehen, dass ich in meinem Leben noch eine Welt erleben werde, die auf Liebe basiert und nicht auf Gleichgültigkeit. Und das war mit ein Grund, warum ich in diesen Körper zurückgegangen bin. Ich hatte nur keine Ahnung, wie. Ich habe immer Angst gehabt, dass es durch einen Krieg passiert. Vor Corona dachte ich, das Einzige, was so einen umfassenden globalen Wandel bringen kann, aber selbst eine Umweltkatastrophe ist ja dann auf einen Bereich der Erde. Macron hat davon gesprochen, dass wir uns im Krieg befinden. Das ist die neue Art von Krieg. Informationskrieg. Krieg mit der Angst. Kommen wir nochmal auf deinen Heilungsprozess zu sprechen, weil du ja, so wie du heute jetzt vor mir sitzt, sieht man dir von all dem nichts mehr an. Das war ja nicht erwartet worden von der Medizin, oder? Giltst du da als Wunder auch in dem Sinne? Ein Wunder weiß ich nicht. Also wir waren vor kurzem bei dem Chefarzt, der mich operiert hat. Und der wollte mich sofort im Krankenhaus in die Fotoabteilung schicken. Er hat gesagt, macht mal Fotos, damit wir das anderen Brandopfern zeigen können. Man sieht hier noch ein bisschen was an der Oberlippe. Aber ansonsten heilte mein Körper sehr, sehr schnell. Vollkommen alleine. Also ich habe nie irgendwie eine Reha gemacht oder irgendeine OP im Nachhinein. Das heißt, das, was dir versprochen wurde, ist tatsächlich auch eingetreten? Ja. Und es war die genialste Zeit in meinem Leben. Ich würde das sofort wieder machen. Also ich bin dem so dankbar, diesem Aufwachen, diesem Weckruf. Und deswegen finde ich Dramen im Leben auch gar nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, das mögen mir jetzt manche verzeihen, ich meine das nicht persönlich, aber ich für mich finde es nicht schlimm, eine Firma zu verlieren oder auch ein Haus zu verlieren oder so, weil ich habe das alles schon erlebt. Ich habe gelernt,
dass das, was da passiert, es immer gut mit mir meint. Denn das Leben meint es immer gut mit mir. Ich habe immer gelernt oder erfahren, dass da etwas wegbricht oder das, was wegbricht, ist was Falsches. Und dass dieser Neuaufbau, wenn wir es neu entscheiden, wenn wir uns neu überlegen, was will ich denn wirklich? Was würde ich denn tun, wenn ich nochmal komplett von vorne beginnen könnte? Jetzt haben wir die Chance. Kannst du trotzdem noch sowas wie wütend sein? Kannst du dich aufregen? Kannst du irgendwie rumfluchen? Oh, ich konnte gut wütend sein. Na, ob du es konntest, aber ob du es jetzt immer noch kannst nach dieser Erfahrung. Also regt es dich auf, wenn du zum Beispiel gerade siehst, was aktuell in der Politik passiert? Regt es dich auf, wenn du mitbekommst, dass es irgendwo, keine Ahnung, Ungerechtigkeiten gibt auf dieser Welt? Davon gibt es ja sehr viele. Also oder bist du die ganze Zeit tatsächlich in diesem Zustand? Ja, gar nicht mal aber in diesem, es ist richtig so, wie es ist. Es darf so sein. Beides. Ich war am Anfang oder viele Jahre in diesem erhöhten Bewusstsein. Ich meine, du wohnst in Bayern, du hast Herrn Söder gerade als Chef. Ich habe einen super Chef vor der Nase. Ich liebe ihn. War das jetzt ironisch gemeint? Nee, beides. Ich erkläre das gleich. Okay. Wir sind gespannt, Spock, oder? Nee, ich glaube, ich weiß schon was gleich. Also ich war viele Jahre in so einem ganz erhöhten seelischen Blickwinkel und habe aus dieser Neutralität oder anders aus dieser Bedingungslosigkeit auf alles geblickt. Und da verstehst du alles. Da gibt es kein Gut, kein Schlecht, kein Richtig und kein Falsch. Da ist alles perfekt, wie es ist. Und ich habe auch damals gedacht, ich bin jetzt wirklich erleuchtet. Also ich sagte jetzt so ein bisschen Spaß, aber ich habe gedacht, ich bin durch. Weil mich konnte nichts mehr triggern. Gar nichts. Eckhart Tolle hat mal so schön gesagt, wenn dir jemand erzählt, er sei erleuchtet, dann soll er mal 2 Wochen mit seinen Eltern verbringen. Ja, auch das klappte gut, spannenderweise. Also es waren Monate, wo ich mir gedacht habe, Himmeldonner, da ist nichts mehr. Ich bin jetzt wirklich, jetzt bin ich endlich durch, ja, aufgeräumt. Und dann kam Corona. Und es hat mich aus den Puschen geschlagen. Also die ersten 2 Wochen fand ich das alles noch gut, fand ich auch Söder gut. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, hier stimmt was nicht. Und ich konnte mir das nicht erklären. Aber ich glaube, so ging es vielen. Und dann fing ich an zu suchen. Also mal wieder für das, was ich da gefühlt habe, hat mein Verstand Erklärungen gebraucht. Und ich wusste, dass das, was mir da erzählt wird im Fernsehen, komplett falsch ist. Ich konnte es halt für mich nur nicht einordnen. So, und dadurch bin ich in diese menschliche, in dieses menschliche Erleben hineinkatapultiert worden. Und da konnte ich sehr wohl wütend sein. Was glaubst du, wie wütend ich auf Söder war? Und auf Merkel und auf Masken und auf Einschränkungen. Das war für mich ganz schlimm. Ich bin ein Freigeist. Wenn man mich beschränkt und mich einsperrt, ist es für mich die schlimmste Strafe. Aber genau dadurch hatte ich jetzt so viele Monate. Wie viele Monate dauert das jetzt? 9, oder? Ja, na, wir sind jetzt im März, haben wir ein Jahr, ne? Also 10 jetzt. Ja. Ich konnte in dieser Zeit meinen ganzen Ängsten ins Gesicht gucken. Ich konnte ganz bewusst mit mir umgehen und mal wieder mein Leben hinterfragen. Wie reagiere ich in Bezug auf, nicht mehr mich selbst, sondern die Umwelt? Und es ist so spannend, weil wenn du so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, musst du ja in unserer jetzigen Gesellschaft sehr darauf achten, was du sagst. Ja, das fliegt einem sonst schnell um die Ohren. Und auf welche Seite du dich schlägst. Genau, man wird sofort in irgendeine Schublade gesteckt. Ja. Und ich war so glücklich, weil mein Rebell war wieder da. Mein Rebell der Kindheit. Und ich habe dann gemerkt, es ist mir ziemlich wurscht, was die Leute über mich denken. Ich muss sagen, auf welcher Seite ich stehe. Ich muss mich outen.
Und fand es ganz schlimm, dass man sich outen muss. Um kritisch sein zu dürfen. Also, weil um es die ist Dinge ja, zu hinterfragen. Ja. Also was komplett Verrücktes. Und ja. Hab gedacht, jetzt ernte ich einen Shitstorm, so wie es vielen passiert. Gott sei Dank habe ich das nicht. Ich habe mich in meiner Familie schlimmstens zerstritten. Also da redet man aneinander vorbei im Moment. Da gelte ich als Außenseiter. Aber in den Menschen, die ich kennengelernt habe in dieser... Oder okay, diese, aber das finde ich jetzt wirklich spannend. Also obwohl du diese Geschichte hinter dir hast und man dich ja eigentlich jetzt so nicht nur gut, sondern noch besser kennen müsste mit all den Wandlungen und Dingen, die in deinem Leben passiert sind, ist das jetzt schon wieder der Platz in der Außenseiterposition? Meine Familie ist mal wieder mein größter Lehrmeister, ja. Also da bin ich Außenseiter. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, so eine Familiengruppe, und die wurde benannt in Gruppe ohne Corona-Videos. Also die heißt nicht Familiengruppe oder irgendeinen anderen. Also da darf nichts rein, sei es auch noch so möglicherweise aufklärerisch oder erhellend. Obwohl mein Vater Arzt ist für Naturheilkunde. Aber was ich erlebt habe, ist, dass ich mal wieder gezwungen wurde, mir selbst treu zu bleiben. Entgegen allem, was von außen kam. Und ich habe so tolle Menschen kennengelernt in meinem persönlichen Umfeld. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Da haben sich Freundschaften entwickelt. Da hat sich eine Nähe entwickelt. Ja, ganze Netzwerke haben sich entwickelt. Also allein diese eine Demo da am 18. in Berlin, ich werde das nie vergessen, diese Menschen, man hat sich umarmt, man hat sich schweigend verstanden, man hat miteinander gesungen, ich habe mich mit einer alten Dame unterhalten, die gesagt hat, sie hat Hitler erlebt und sie hat die DDR erlebt. Und sie kann nicht verstehen, wie irgendjemand noch auf der Couch sitzen kann. Das, was hier sei, ist schlimmer. Und ich habe ihr erzählt, was mir passiert ist. Nämlich gesagt, ich habe Hitler nicht erlebt, aber ich bin gestorben. Und dann haben wir uns in den Arm genommen und haben geweint. Und nebenan, 20 Meter von uns entfernt, fingen die Sirenen von den Wasserwerfern an und es kam diese erste Durchsage. Und solche Menschen wie diese alte Frau, die hat dann ganz ruhig ihren Regenmantel aus ihrem Rucksack genommen. Die wusste genau, was kommt. Es war egal. Und das sind auch genau diese Situationen, die man nie vergisst. Nein. Davon sammelt man im Moment sehr viele, oder? Also Situationen, die nicht oberflächlich sind, sondern die so tiefgreifend sind, die so berührend sind. Und mutig. Und mutig mit Menschen, die man teilweise zum ersten Mal sieht manchmal, ja, und die trotzdem einfach eine Tiefe haben, die stärker ist als jede Verbindung, die man manchmal seit 20, 30 Jahren hat. Da entsteht eine Nähe durch diese Abstandsgeschichte, entsteht das Gegenteil. Da entsteht geradezu ein Bedürfnis der... Der Nähe, der Umarmung. Der Umarmung. Die andere Seite nennt das Solidarität, ja, egal auf welcher Seite man steht, es ist ja auf beiden Seiten entsteht Nähe und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Aber ich erlebe eine Wertschätzung und eine bedingungslose Liebe, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein in die gleiche Richtung gucken, für die gleichen Werte einstehen, in einem Teil der Gesellschaft, das macht mich einfach glücklich. Ja, auch dieses Projekt, auch Fair Talk, ist ein Projekt, ja, das so entstanden ist. Das ist auch ein Projekt, das sich eben genau aus diesen Gründen gebildet hat. Also das ist ganz oft, dass wenn wir hier im Team miteinander sprechen und wieder jemand kommt und sagt irgendwie, hast du gehört das? Und dann, nee, und hast du das gehört, hast du jenes gehört? Dann ist aber ganz oft irgendwie sofort dieses, ja, aber wir haben uns hier kennengelernt, wir haben uns hier... getroffen und wir hätten uns ohne das alles nicht getroffen. Und es sind
also es ist nicht nur dieser Kern an Menschen hier, sondern es sind darüber hinaus eben unglaublich viele Menschen, von denen man weiß, sie würden dir sofort helfen. Und das ist doch das, was alles trägt. Es ist Frieden. Es ist diese Gandhi-Energie. Es ist diese eigentlich eine Wertschätzung. Denn dieser Kampf auf der Oberfläche ist eigentlich wie kräuselnde Wellen auf der Meeresoberfläche. Unten drunter ist es tiefer. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die wissen, warum andere Angst haben. Und sie wissen, warum im Moment dieses Aufwecken nicht funktioniert. Von keiner Seite. Aber eigentlich ist diese ganze Freiheitsbewegung, die so stark und groß geworden ist, die machen das für die Menschen. Die machen das nicht aus irgendwelchen egoistischen Gründen. Ja, das wird ihnen ja lustigerweise immer dann vorgeworfen nach dem Motto, die machen das am Ende auch nur, um Geld damit zu verdienen. Ich meine, das sind zum großen Teil Menschen, die haben ihre komplette Existenz aufs Spiel gesetzt. Die stellen sich jetzt tatsächlich an fast 365 Tagen auf die Straße und stehen für Grundrechte riskieren ein. Riskieren alles und müssen sich dann am Ende... Solche oberflächlichen Vorwürfe, die... Auf die reagiere ich gar nicht. Also entweder spricht jemand mit mir auf Augenhöhe oder gar nicht. Ja, vor allem auch dieses Anonyme, ne? Dieses so im Internet. Das ist feig. Ja, das ist eine große Feigheit. Und anstelle sich dann wenigstens zu stellen und zu sagen, irgendwie, da steht auch ein Gesicht dahinter. Und ich finde immer, das ist ja auch ein Appell hier an die Community, also konstruktive Kritik, großartig. Also das ist davon leben wir auch, das Projekt weiterzuentwickeln. Und es geht überhaupt gar nicht darum, weil das Verrückte ist doch, ich meine, wir gehen hier einen Weg und wir probieren etwas aus, um etwas besser zu machen, ja, also um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Das ist natürlich nur ein ganz kleines Teil, ein ganz kleines Puzzleteil. Aber wenn ganz viele so ein kleines Puzzleteil bringen, dann wird das Bild besser, so wie du gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass du irgendwann hier noch eine Gesellschaft erleben wirst, in der wir hauptsächlich in der Liebe sind. Und das ist auch am Ende, auch wenn Liebe immer so kitschig klingt, aber auch das ist letztendlich was Quatsch ist, weil Liebe ist das, weshalb wir hier sind. Ja, also eigentlich kannst du es mit absoluter Wertschätzung gleichsetzen. Also eine Liebe ist Achtung und Wertschätzung. Und ich glaube, das, was die Menschen, die jetzt in dieser Bewegungswelle hervortreten, die sind wie diese alte Dame, von der ich eben erzählt habe, die können gar nicht anders. Also jeder, der jetzt etwas tut und 7 Tage die Woche, was weiß ich, im Fakten zusammenträgt oder versucht zu vermitteln, die können gar nicht anders. Ja? Oder auf Demonstrationen geht und dann werden sie angegriffen und angefeindet. Ich habe heute gerade ein Video gesehen, da führen irgendwie 6 Polizisten eine alte Dame ab, die keinen Mundschutz tragen wollte. Also sowas, wo man wirklich sagt, Leute, das gibt's doch nicht. Also ich meine, das muss doch auch. Aber da ist auch wieder die Frage, darf man sich jetzt über die Polizisten aufregen oder muss man nicht an denen auch am Ende, ich sage mal, Liebe schicken? Ich sehe das aus einer anderen Sicht. Ich glaube, dass im Moment, das, was geschieht, geschieht ja kollektiv. Und wir alle haben im Moment die Rückschau auf unser Leben. Also wir alle erleben im Moment das, was ich nach meinem Tod erlebt habe. Wir gucken auf unsere Gesellschaft. Wir gucken auf diese Gleichgültigkeit. Und wenn du von den Polizisten erzählst, ist es eine Gleichgültigkeit der alten Dame gegenüber. Es geht nicht um die alte Dame, sondern es geht darum, einen Job auszuführen oder Machtspielchen oder was auch immer. Oder wie wir mit unseren Alten umgehen, wie wir mit den Kindern umgehen, etc. pp. Wir alle gucken auf unsere Gesellschaft und wir müssen es wahrnehmen, ob wir wollen oder nicht. Und dann gibt es die, die sagen, es ist alles super in Ordnung. Sie können sich das auch irgendwie erklären. Und dann gibt es die, die sagen, gar nichts ist in Ordnung.
Und es fängt mit dem Schulsystem an, es fängt, geht über das Gesundheitssystem. Finanzsystem, geht alles, Finanzsystem, egal was man anschaut. Unsere Politik, ja. Unser menschliches Miteinander. Diese Spaltung in der Gesellschaft ist für einen Mensch wie mich entsetzlich, dass du dafür verurteilt wirst, wenn du deinen Mund aufmachst, dass Ärzte ihre Approbation verlieren. Es ist, also da passieren Dinge, die hätte ich nie für möglich gehalten. Aber sie machen unsere alte Gesellschaft deutlich. Und jetzt können wir als Kollektiv, als Gemeinschaft eine Entscheidung treffen, so wie ich damals für mich die Entscheidung getroffen habe. Ab jetzt wird alles anders. Dieses alte Leben werde ich nie wieder führen. Ich werde alles tun, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie, um jetzt ein erfülltes und anderes Leben zu führen. Und ich glaube, und vielleicht sitze ich deswegen jetzt hier und habe die Chance, mit dir darüber zu sprechen, dass das Gleiche im Moment kollektiv geschieht. Wir nehmen wahr, was ist, können kollektiv eine Entscheidung treffen, und dazu braucht es nicht 100% der Menschen, sondern es reicht eine kritische Masse. Eine kritische Masse, die haben wir. Und wenn diese kritische Masse sagt, wir werden das verändern, und es kommen ja schon die ersten super tollen Ideen wie, dann kippt das System. Es muss kippen. Und ich nehme die Dinge halt auch aus mehreren Perspektiven wahr. Für mich ist das System schon lang gekippt. Was wir im Moment wahrnehmen, ist die Unordnung nach einem Wirbelsturm. Und jetzt geht es ans Aufräumen. Ich möchte mit dir zum Schluss des Gesprächs, Anke, nochmal über einen Aspekt sprechen, der ist so ein bisschen hinten rübergefallen heute. Das ist dieses ungelebte Leben, weil ich das ganz wichtig finde. Gerade jetzt auch, du hast gesagt, es als auch als Chance, gerade eben zu sehen jetzt, was gerade passiert. Vielleicht nochmal ein Appell oder eine Idee von dir. Wie schafft man das, aus dieser, ich sag's jetzt mal, Opferrolle auszusteigen, dass alles, das Leben es nur schlecht mit mir meint, dass ich zu nichts tauge, dass ich nichts wert bin, hin zu einem tatsächlichen Leben voll Fülle und dem Sinn des Lebens, für den jeder Einzelne da ist. Also anders gefragt, es war jetzt vielleicht etwas unpräzise, wie merke ich oder was kann ich tun, was auf meinem Weg liegt? Wo kann ich mutig sein? Lass mich mit der ersten Frage. Das sind ja schon 100 Fragen, ne? Alles gut. Ich hätte noch 3. Ich glaube, dass wir alle an diesen Punkt kommen. Entweder gehen wir diesen Schritt freiwillig oder das Leben hilft uns. Entweder fangen wir jetzt freiwillig an, uns zu fragen, was macht mich glücklich? Oder uns wird alles weggerissen unterm Hintern, was falsch ist oder was uns nicht glücklich macht. Und da können ruhig große Firmen dazugehören. Wenn ich zum Beispiel von meinem Vater die Firma übernommen habe, obwohl ich viel lieber Sänger geworden wäre, dann ist jetzt die perfekte Zeit, dass so eine Firma bricht. Ja. Jetzt einfach nur bildlich gesprochen. Ich weiß, das ist gefährlich. Aber ich weiß, dass wir die Dinge freiwillig verändern können. Und die Chance ist super im Moment. Ansonsten macht es das Leben für uns. Aber wir werden uns alle wandeln. Die Erde wird sich wandeln und diese Gleichgültigkeit wird nicht mehr lebbar sein. Das heißt, mein großer Tipp ist, das zu tun, was ich danach auch getan habe, wirklich das eigene Leben zu hinterfragen und zu gucken, was will ich denn eigentlich? Was macht mich glücklich? Diese ganz lapidare Frage. Die ist nicht leer, sondern das ist eigentlich die Frage des Lebens schlechthin. Was macht mich glücklich? Was erfüllt mich? Was macht mir Freude? Du lachst, Spock? Ja, ist
sollte kein Lachen sein. Es ist genau das, wovon wir die ganze Zeit immer abgehalten werden. Ja. Und auch aktiv von der Gesellschaft. Ja, ja. Auch von uns selbst, weil wir ja funktionieren. Wir wollen ja was vorzuweisen haben. Wir wollen ja dazu gehören. Wir wollen ja in diese Strukturen passen. Aber die, genau diese Strukturen werden brechen. Und es wird wieder ums Glücklichsein gehen. Also entweder fange ich jetzt schon mal damit an, gehöre also zu den Vorreitern. Und Menschen wie du machen das. Du machst das, weil es dich glücklich macht. Und weil du in dir etwas spürst, was dich zu solchen Gesprächen drängt. Und es ist dann die Antwort auf deine zweite Frage. Also woher merke ich denn das, was mein Weg ist? Das fühlen wir alle ganz genau. Wir fühlen doch, was fühlt sich richtig an und was nicht. Wir wissen doch, wir haben doch diese Intuition. Wo macht unser ganzer Körper auf und sagt, ja, endlich? Und wo macht er zu und fühlt sich eng an? Und wenn wir es schaffen, darauf zu hören, dann können wir uns selbst nie verlieren. Dann gehen wir mit jedem Schritt, den wir in unserem Leben gehen, auf uns selbst zu, nämlich auf das, was wir wirklich sind. Und das ist eine ganz spannende Entdeckungsreise. Und für mich heute der Sinn des Lebens, nach dem ich immer gesucht habe, als kleines Kind schon. Und mutig sein, habe ich gerade gelernt, bedeutet auch nicht, keine Angst zu haben, sondern mutig sein bedeutet tatsächlich einfach nur, die Dinge auszuprobieren, die man machen möchte. Ja. Weil Angst, also du sagst, du lebst angstfrei. Ich muss sagen, ich lebe angstfrei, ja, aber noch lange nicht angstfrei. Für mich ist Angst immer noch etwas, was mich begleitet und wofür ich auch aktiv was tun muss. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich mich schlecht ernähre, wenn ich nicht meditiere, all diese Dinge, dann hat mich die Angst mehr im Griff, als wenn ich diese Dinge tue. Das heißt also, sie ist noch nicht selbstverständlich. Sie ist noch, also die Angstfreiheit ist noch kein Dauerzustand. Aber ich frage mich, also ist das vielleicht auch einfach unterschiedlich? Also kann man jetzt sagen, bei dir ist es so und bei mir so und bei Spock so und bei unserem Produzenten, also wir haben 7,8 Milliarden Menschen und es ist halt bei 7,8 Milliarden Menschen möglicherweise auch unterschiedlich. Also ich würde den Dingen erstmal gern für mich einen anderen Namen geben. Wir drücken allem immer diesen Stempel Angst auf. Dabei ist es vielleicht nur eine Unsicherheit. Ja, aber wenn ich sie als Angst benenne, kriegt es schon ein Riesengesicht. Ganz oft sind wir einfach nur unsicher, was kommt denn da auf mich zu? Ist einfach nur oft ein komisches Gefühl. Also wirkliche Angst, ich weiß gar nicht, ob wir Menschen wirkliche Angst erleben. Das meiste ist fiktiv im Kopf, durch unsere Gedanken entstanden. Wenn wir lichterloh brennen, und das habe ich erlebt, in dem Moment hatte ich keine Angst. Ich habe Autounfälle hinter mir. Ich habe schon so viele Situationen hinter mir. Du hast gesagt, dein Sohn wäre beinahe mal ertrunken. Mein Sohn wäre beinahe ertrunken. Und ich hatte in all diesen Momenten keine Angst, sondern da war ich ganz ruhig, da war ich fokussiert, da habe ich reagiert, aber da war keine Angst. Ich hatte für Angst einfach keine Zeit in den Momenten. Angst entsteht im Kopf. Und auch wenn dieser berühmte Säbelzahntiger kommt, in dem Moment laufen wir weg, aber wir haben keine Angst, glaube ich. Also für mich ist Angst ein Spuk. Wie ein Gespenst. Eine Illusion, dass wir uns ausmalen, ein Konzept. Eine Illusion. Und ich habe erlebt, dass es fast nie so kommt, wie sich das meine Fantasie oder meine Gedanken denken. Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass da gibt es ja sogar Bücher drüber, dass irgendwie, glaube ich, 80.000 Gedanken denken wir jeden Tag und davon sind 98% quasi tatsächlich für die Mülltonne. Also ich bin mir sicher, was du denkst. Glaub nicht alles, was du denkst. Ja. Genau, das ist der tollste Satz.
Also ich bin mir sicher, es wird keine Impfpflicht geben, es wird keinen Chip geben, es wird, wir werden wunderbar fliegen dürfen. Ich bin mir sicher, dass all das im Moment Drohgebärden sind, die jetzt noch gebraucht werden. Eines kollabierenden Systems? Ja, eines kollabierenden Systems. Also wie Eckhart Tolle so schön gesagt hat, das ist eigentlich schon tot, macht nur ein bisschen Lärm beim Sterben. Toller Satz. Ich glaube all dem nicht mehr. Ich habe die Menschen erlebt. Ich habe die Stärke erlebt. Ich habe den Mut erlebt, auch meinen eigenen. Den Mut, einfach für seine Überzeugung alle Konsequenzen in Kauf zu nehmen, koste es, was es wolle. Und ich bin begeistert von den Menschen, die ich da kennengelernt habe. Das sind für mich die wahren Helden. Das ist der Mut, den ich immer vermisst habe in den Menschen. Und jetzt in der Zeit wird er so sichtbar. Hut ab. Ich danke dir, Anke. Gerne. Für das Gespräch. War mir eine große Freude. Ja, ebenso. Vor allem auch so unverhofft. Weil, ja. Weil das war wirklich, wie all diese Dinge im Moment mit dieser Community, mit vielen Menschen gerade, es entsteht aus dem Moment heraus und die Umsetzung passiert eigentlich unmittelbar. Also während es sonst so war, dass man irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr im Voraus geplant hat, haben wir, glaube ich, jetzt nicht mal vor 4 Tagen telefoniert. Ich habe das Gefühl, es gibt eine höhere Instanz, die sich im Moment um all das kümmert. Und wir hier unten sind nur wie so kleine Marionetten, die glauben, wichtig zu sein. Und wir glauben, hier noch irgendwelche Entscheidungen treffen zu können. Das ist eine höhere Instanz. Danke. Gerne. Danke, Spock. Danke euch. Danke dir. Und vielen Dank an die Community fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich auf eure konstruktiven Kommentare an dieser Stelle. Lasst wirklich mal eure Gedanken zu diesem Thema da und fühlt euch da mal rein, weil das ist etwas, das man mit dem Verstand nicht komplett erfassen kann. Da geht's ganz stark um das Gefühl. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht.